Hallo Leute und herzlich willkommen wieder zur neuen Folge GTA 5 Real Life Online. Heute mit dabei das Zockerbrötle. Guten Tag. Und der Putti. Jo, servus. Und wir sind heute, wer hat es gedacht, die Ghostbusters. Wir sind heute die Geisterjäger. Wir gehen heute ein bisschen den, ich würde mal sagen, Geistern auf die Jagd. Mit einem unnötig zu großen LKW. Mit einem unnötig, das ist doch kein, das ist ein Wohnmobil. Ja, das ist ein Wohnmobil, ist das doch kein LKW. Ich meine, es ist die LKW-Bauform, ne? Aber es ist ein Wohnmobil. Mit unserem übersized Wohnmobil, wo man auch hinten rein kann. Wir haben ja auch ein super Zweitauto mit am Start. Ja, falls irgendwo Geister sein sollten, kann man damit schnell wegfahren. Ist zwar nur ein Zweisitzer, aber ist auch okay. Egal. Dann fahre ich halt mit, dann lass mal Zockerbrot zu Hause. So Leute, wer wieder aktiv dabei ist, kann mit der Hashtag aktiv in den Chat reinwuppeln. Gerne auch kostenlos abonnieren, Glöckchen aktivieren und den Like-Button pushen, bis er blau wird. Würde mich auf jeden Fall freuen. Wir starten durch und ja, ich hoffe, euch gefällt das Auto, weil ich muss das den Leuten zeigen. Och nee, jetzt ist das Menü on. Warte mal. Ich muss das stoppen, warte mal. Sorry, stop. Das schaut so geil aus. So. Perfekt, dann haben wir jetzt da. Jetzt kann man den Motor gar nicht einschalten. So. Haha. Bist du ready? Ja, dann ready. Fahren wir mal auf die Geisterjagd. Wir müssen mal schauen, dass wir uns mal umziehen, Leute. Du? Ja. Was denn? Ja. Was ist denn? Eigentlich dürftest du da gar nicht rein. Warum? Ich fahr doch hier lang jetzt. Nein, aber reinkommen dürftest du gar nicht. Ja, ich hab mich halt reingewubbelt, das geht schon irgendwie. Da bin ich einfach so gegen die Einbahn. Du bist größer und du bist zehnmal so groß. So. Der Geisterjägerbus kommt, Leute. Der kann auch hinten reingehen, das zeige ich euch dann. So. Ey, so sieht das ja richtig geil aus, wenn wir so fahren. Leider ohne. Ach stimmt, ich könnte Blaulicht einbauen. Stimmt theoretisch. Warte mal, sollen wir da Blaulicht einbauen? Nee, komm, lass mal das. Nein, wenn dann Grünlicht. Ja, Grünlicht. Ich werde, by the way, die Donations heute im Stream ein bisschen später vorlesen, wenn es zu viele werden. Das kann ich jetzt vorlesen. Der Devil ist nicht dabei. Aktiv, Dankeschön. Grüße gehen raus an dich. Und sonst, wenn es zu viele werden, werde ich die wieder am Ende des Streams mal vorlesen, weil wir heute mal ein bisschen RP spielen wollen. So, also wir fahren mal zur Umkleide. Genau. Da schließen wir uns an. Ja, machen wir das so. Weil ich glaube, die Leute können uns nicht ernst nehmen. Ich wuppel danach mit meinem Pinken. Honda Civic. So, Dalla. Oh, du fährst weiter. Ja, ich will mich da einparken. Ach so. Ich nehme mir den ganzen Parkplatz weg. Am besten gleich über die Einfahrt, gell? Das kann er mal reinfahren. Ja, klar. So. Weil ich muss immer den Leuten zeigen, dass man hier hinten rein kann. Das sieht richtig geil aus. Warte mal. Upsi. So, die Tür ist jetzt zwar nicht offen, aber wir können da trotzdem schon rein. So. Man kann da sogar ausfahren, das Ding. Also so ein richtiges Wohnmobil. Und da werden wir halt chillen und dann eben auf Geisterjagd gehen. Das wird ganz lustig heute. Ich komme nicht mehr raus, Hilfe! Ich muss doch die Tür aufmachen. Warte mal, ich mach doch schnell die Tür auf. Geht das jetzt nicht mehr? Toll, jetzt bin ich eingesperrt. Geht das nur, wenn man vorne drin sitzt? Ja. Ich komme da nicht mehr raus. Wie geht das übers Fahrzeugmenü? Ja, du musst aufmachen, die Tür. Die Tür hinten rechts musst du aufmachen. Warte mal, ich bin seit 2 Minuten drin. Ich habe mich schon selbst ins Auto eingesperrt. Hey, warum sehe ich kein Fahrzeugmenü? Aktionen? No. F11. Du musst zuerst einsteigen und dann das Menü öffnen. Das kommt nicht hin. Du musst nochmal schließen und nochmal öffnen. Okay. Ja, bitte mal auf, ich komme da nicht mehr raus. Warte, das war vorne rechts. Nein! So, danke. Hä, ich komme nicht mehr raus. Ah, nee, warte, jetzt komme ich, dankeschön. Kannst du zumachen. Okay, passt. Ich hab's schon kaputt gemacht. Noch 2 Minuten. So, wir gehen uns mal anziehen wie echte Geisterjäger, Leute. Ja, du musst helfen, ich weiß nicht. Jawohl. Ja, dieser Tim, danke für. Dieser Tim 15 hat 5 Euro aus, dankeschön. Sorry, wenn ich jetzt doch vorlese, aber es hält sich gerade die Grenzen, Gott sei Dank. Ja, dann muss ich auch sagen, danke. Ja, klar. Kannst du machen. So, solange es nicht komplett übertrieben ist und die ganze Zeit kommt, kann man schon mal sagen. Weil ich bin es gewohnt, bei mir flattern die sonst ein nach dem anderen rein, da kommst du echt manchmal nicht mehr hinterher, aber jetzt ist gerade gechillt, da kann man das schon machen. So, wir ziehen uns mal was Schönes an. So. Ich finde das, was ich anhab, schaut echt geil aus. Was hast denn du an? Ja, diese. Selber wie der Hausmeister, nur die Frisur, die macht's halt einfach aus. Ja, du, ich würde mich halt anziehen, ein Geisterjäger. Ich würde mal so eine richtige. Oh, ich glaube so. Die Frage ist halt. Ja, so ein gelben, sowas zum Beispiel oder so. Irgendwas, was so geisterjägermäßig aussieht, so labormäßig halt. Ja, warte. Irgendwas Labormäßiges würde ich uns anziehen. Oder so Fake LAPD. Police Gang Unit. Nee. Nee, irgendwas, was wirklich aussieht, als würden wir irgendwas Chemiemäßiges machen, ja? Irgendwie sowas.
Also schauen wir mal. Da gibt's ja eh so einen kleinen, ich glaube so einen gelben Anzug gibt's. Den kannst du anziehen. Ich musste mal raussuchen, wo der ist. Da gibt's so einen gelben Anzug gibt's da. Gerlach, Justin, danke fürs VP werden gerade. Und Sebi Kyson-Fan und ich weiß, dass es Tune-Fan heißt. Haut ganze 99 Cent raus, dankeschön. Der heißt nämlich so, der heißt nämlich Kyson-Fan und weiß, dass es Xion-Fan heißt. Eri geht raus. Ach, was ist im Stream dabei? Ach, wo ist denn das Outfit? Finde ich das jetzt nicht mal? Ja, also Premier auf jeden Fall anziehen. Ja, ich finde ja, das Feuerwehrjacke habe ich gefunden. Ja, ich finde gerade das eine Outfit Schatz. Nicht. Diese, da gibt es so eine richtig geile Jacke. Egal, wenn sonst ein Sonnenmantel wär. Oder so. Ja, da muss man halt so einen Mantel anziehen, wenn man die nicht finden. Ja, stimmt, ja. Ist ja kacke. FBI-Outfit? Nee. Hä, wo ist denn das hin? Da gibt's eine geile Jacke. Ich bin überfordert. Du bist überfordert. Wir sind überfordert. Ich hab doch seine Regenjacke, aber die meinst du, klar. Oh, warte, oder wir nehmen diese roten Jacken. Wir könnten eine. Nee, ich glaube, das ist die. Ich hab sie. So sieht die aus. Welcher Slot? Nee. Bei Slot 67. Und dann musst du Tor so 2 gehen, dass du diesen Gelb bekommst. Ich hab nicht vorher, bei mir ist die Uhr komisch. Hä? So. Die ist doch never so gelb. Ghostbusters sind so beige. Ja, ich will mich gelb anziehen, dass wir ein bisschen rausstechen, verstehst du? Wir wollen ja nicht die Ghostbusters sein, wir wollen ja echte Geisterjäger sein. Aber wir wollen doch echte Geisterjäger sein, oder? Das sind echte Geisterjäger, die sind beige. Okay, die sind beige. Warte, das ich kann mal schauen. Auch in beige. Das gibt's in beige? Warte mal. Das ja. Schaut ja aus wie, keine Ahnung was. Wo ist da beige? Sag ich ja, Alter. Da ist kein beige. Das ist ja gut, dann zieh mal etwas anderes an. Dann nehmen wir halt das, was du vorher das da, ja. Hast. Das da, das sieht doch nein, cool aus. Nein, nicht das. Ja, nein, das ist vorher das, was ich anhab. Was hast du vorher angehabt, in beige. Was so, für das, also? Ja, das stimmt, das ist gut, stimmt. Ja, das da. Das da. Was? Stimmt. Das ja, dann zieh mal beige an. Was für Torso? Also? Ja, das ist grün. Torso 65. Ah, super. Dann beige, so. So willst du es haben, oder? Ja. So hosenmäßig? Was willst du hosenmäßig anziehen als Geisterjäger? Oh, wenn ich so mache, sieht man meine Nippie. Das ist beige, oder? Oh Mann! Das ist die Sache. Ach komm, Hosen. Blöd. Muss ich andere Hose anziehen? Oh, wir könnten so eine 62, Fliegerhose so anziehen. Schau mal, unter 70. Geh mal unter 70, da gibt's so eine Fliegerhose. Die sieht geil aus. Mit so. Hab ich doch. Was? Oh ja. Ich will mich aber so richtig krass anziehen, oder? Sollen wir die anziehen, die Fliegerhose? Ja, bei mir sieht das blöd aus. Die ist eh so beige. Da schaut der Bauch durch, das geht nicht. Achso, bei dir schaut der Bauch durch, okay, da müssen wir was suchen. Ja, sehe ich. Ja, warte, dann schau mal. Eine ganz hohe Hose. Das ist die Sound of a Spende. Das ist ja, damit super, so. Schau mal, was ist mit der hier? Geht die? Nein, die ist bei dir auch, da sieht man Bauch. Da sieht man Bauch. Wir stehen blöd, ich sehe euch nie. Was ist mit der? Da sieht man auch. Ach, das ist alles super. Da muss es irgendwo eine Hose geben. Die? Warte, die glaube ich wird gehen. Das ist eine Latzhose halt, ne? Nee, das ja, aber du hast den Latz nicht. Chandel, sieht man da was durch? Nein. Aber sie schaut halt. Ja, das ist eine Latzhose, ne? Die schaut scheiße aus. Aber wir könnten die in weiß anziehen, schau mal. Ja, das ist schon verpackt, also. Warte, okay. Was ist mit der? Was ist mit der, was ich anhab? Da sieht man auch sieht den Bauch durch. Ja, wir haben da, das Problem ist, wir haben so ein blödes Top mit so einer. Warte, was ja, ist mit dem, was ich jetzt anhab? Ja, dann ziehen wir ansonsten was Längeres an. Ey, wie sieht meins aus? Das sieht man ganz leicht. Nur ganz leicht. Ja, dann nehmen wir das, wo man es ganz leicht sieht. Das passt schon. Geh auf 98. Das gibt's ja nicht, das muss ja auch. Ah, nee, warte, da sieht man doch zu viel, finde ich. Ja, warte. Warte mal, da sieht man auch zu viel. Das muss ja auch Hose geben, die da drauf geht. Ja, ich such gerade. Ja, was, wenn wir eine längere Jacke sonst nehmen? Ja, Schandl wollte ja die Jacke haben. Die da! Was? Ja, gut, die wird gehen. Ja, gut, dann nehmen wir. Ja, das ist aber die ganze Male. Aber die ist dann grün. Die ist dann ja, grün, ist egal. Doch, passt doch. Dann nehmen wir es einfach in grün. Okay. Hauptsache, wir haben irgendwas an, was passt. Verstehst du? Torso, Nummer? Bei mir ist das anders. Was meinst du, Torso? Hä? Na, welche Nummer ist das, die Hose? Bei mir ist es 55. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Muss er gleich sein, ey, warte, oder? Ich hab da eine gefunden. Schau mal bei 38. Oh. Geh mal 38, die wird gehen. Da kannst du auch die Farben, schau mal, da kann man sogar die Farben hier anpassen. Oh ja. Yeah. Perfekt. Geh 38 und nimm die. Ich hoffe, bei mir ist sie auch. Ja, bei dir geht's ja auch, Schandl. Bei dir geht's ja auch. Perfekt. Ja. Das waren noch Schuhe. Ja. Du musst halt beige machen, nicht grün. Ich hoffe, ihr habt alle Geld dabei. Ja. Habt ihr alle Geld? Du hast grün. Die. Habt ihr mich gehört? Habt ihr alle Geld dabei? Was sonst könnt ihr nicht einkaufen? Geld dabei, warte, ich safe das nur einmal. Hallo? Das passt ja urgut. Hallo. Ja. Du hast sie grün. Wie oft noch? Ich? Achso, ich brauch sie beige. Sorry, wusste ich nicht. Dann haben wir einen Anzug an, genau wie groß. Jawohl.
Okay. Ja, Schuhe sind egal, oder? Da habe ich 61 genommen und dann auf 1. Da gibt es auch so beige Schuhe. Die schauen spacig aus, so ein bisschen. Ich gebe barfuß. So Helme? Brauchen wir vielleicht irgendwas, so eine Maske oder sowas? Schau mal. Weil ich schaue, so der ultimative Ghostbuster. Mit meinem Haarschnitt. Alter, meine Matte ist so geil. Haben die Ghosts? Ich glaube, die haben manchmal so einen Helm auf. Ja, ist wurscht, wir müssen einfach aussehen wie die totalen Vollkoffern. Ja, dann passt das schon. Schau mal. Darf ich auch seine Russen haben? Oh ja, aber schau mal, wir könnten so einen Helm tragen. Schau mal. Mit so einem Nachtsichtgerät. Das wird sogar gehen. Ich glaube, ich ziehe mir sowas sogar an. So einen Helm mit so einem Nachtsichtgerät oben. Perfekt, ich nehme das. Ja, sonst kannst du ja auch so Kopfhörer. Nee, passt schon, ich nehme das so. Ich bin ausgestattet. Ich bin jetzt ein Geisterjäger. Warte, was ist das für einer? Warte, ich schau. Wie der da aussieht. Was ist das für ein Tor? Also, ich find's nicht. Also, wir sind echt aus wie Geisterjäger, ist ja geil. Ich freue mich. Heute geht's richtig los. Donations lese ich dann alle mal durch, ne? So zwischenzeitlich. Wobei, ich kann sie jetzt eh durchlesen, währenddessen ihr hier fertig macht. Oh, es regnet. Yeah. Dann gehe ich hier mal ein bisschen weg von euch. Ferno Limit, danke fürs Lieb hier an. Kaitai 1201, dankeschön, hallo. Bin auch wieder dabei. Wie geht's dir denn? Dankeschön, mir geht's gut. Dankeschön, Tobias 10er für 2 Euro. Grüße raus auch an dich. Grüße an das Team, viel Spaß beim Zocken. Dankeschön. Hey, der Brawlstars ist auch wieder dabei. Dankeschön. Und ey, der Cherry Boss haut 20 Euronen raus. Vielen Dank. Dann haben wir hier noch Rave YouTube haut bei Euro raus. Dankeschön. Jalu Schmidt, schöne Grüße von Faye und Jalu. Dankeschön, ebenfalls zurück. Sibi, Küsenfan, ich weiß, was das Küsenfan heißt. Genau, 90 Cent habe ich schon gelesen. So, das schau ich nochmal. Habe ich hier alles vorgelesen? Nein, warte. Jawohl, habe ich das alles vorgelesen. Das ist mal zu viel. Ich will meinen anderen Helm wieder. Ich nehme nur so ein Headset. Man muss meine Matte sehen, nämlich. Habt ihr alle Taschenlampen dabei? Nein. Nö. Wir brauchen alle Taschenlampen, dass wir heute auf Geisterjagd gehen können. Es kann ja nicht sein, dass ihr ohne Taschenlampe rumgeht. Brauchen wir alle Nachts Taschenlampen. Nicht. Ja gut, du hast zwar Nachtsichtgerät, aber trotzdem. Optimal. Nein, ich hol, hab ich nicht. Wir müssten noch eine Plasmawaffe uns holen. So. So gehe ich, weil man muss meine Matte sehen. So, wir brauchen noch die Plasmakanone, brauchen wir dann noch. An dem, wie wir aussehen. Leute, schreibt mal rein, wie ihr das Outfit von uns findet. Wir sind jetzt die Geisterjäger. Das ist doch geil aus, oder? Oh, jawohl. Regen. Ja, ein bisschen regnerisch ist es, aber es ist nicht schön. Heute doch keine Geisterjagd, so. Ja doch, es ist doch perfekt für Geisterjagd, regnerisch. Das passt doch. Oh, aber wir werden nass. Ja, wir werden zwar nass, aber sonst passt doch alles. Ja, ich hab schon eine. Warte, wir fahren zum Shop, dann kaufen wir welche. Dann ist eh da direkt hier oben. So. Seid ihr alle ready? So. Butti mit seinem kleinen Scheißsattel. Jawohl. Nix jetzt gegen Honda Civic. Wir machen heute keine Höschenjagd. Heute gibt's eine Geisterjagd. Mr. Krabs, wollen Sie denn gar nicht mit auf die Höschenjagd? Auf die auf einmal Höschen? Sind sie im Haus von der Murda. Alter. Andreas Felm, das VIP geworden und Spyro Dragon Games haut raus. Kyson, danke, dass du an meinem Geburtstag streamst. Ja, der Kyson streamt zwar nicht, aber der Kyson streamt an deinem Geburtstag. Dankeschön für 2 Euro und alles Gute, falls du heute wirklich Geburtstag hast. So, seid ihr alle da? Jawohl. Oh, mir fällt gerade ein, ich bin noch Polizei. Das passt doch, ist doch egal. Hoppala. Es ist egal, welchen Job wir haben, weil Geisterjäger gibt es sowieso nicht als offiziellen Job, verstehst du? Was sind sie offiziell? Ich bin Geisterjäger. Was machen sie da? Das heißt, ich ja Geister. Das heißt aber lustig, dass Geisterjäger. Ich weiß. Nee, wir sind heute so. Nicht mal Geisterjäger. Das dürfen wir. So, da müsst ihr unten mit dem Feuerlöscher mit. Einen Ball nehme ich mit. Rauchgranaten nehmen wir mit. Und gibt's ihr müsst mal was geben. Warum? Da gibt's hier eine Taschenlampe. Da kannst du kaufen. Hier, Taschenlampe. $60. Ich hab keine Waffenlizenz. Du kannst eine Taschenlampe auch. Oder geht das nicht? Nein, geht nicht. Kannst du ihm schnell eine Taschenlampe geben oder soll ich machen? Das ist wirklich der, warte mal. Komm mal her hier, Süßer. So. Danke. Bitteschön. Dann hole ich mir nochmal eine Taschenlampe. So einfach kann man hier illegal Sachen für andere kaufen. Er geht einfach rein und kauft einem anderen schöne Waffe. Kann ich den Feuerlöscher unbegrenzt Ding machen? Ja, ja, muss man einstellen im Menü. Das muss man im Menü einstellen. Aber ich würde sowieso sagen, wir nehmen etwas mit, was es so eigentlich gar nicht gibt, nämlich. Ich werde das hier mitnehmen. Da gibt es so eine Pistole. Muss mal schauen, wo die ist. Das ist so eine Laserpistole. Ist das die Railgun? Ne, das ist nicht die Railgun. Ich wollte was anderes.
Da gibt's so eine Daylight. Taschenlampe. Die Taschenlampe. Nee, da gibt's so eine neue Waffe gibt's da, aber ich weiß gerade nicht, wie die heißt. Compact Grenade Launcher, nee, das ist es nicht. Railgun, Firework Launcher, Minigun, nee, das ist es auch nicht. Ich weiß nicht mehr, wo die ist. Ah, da kann's. Das kann's sein. Ja, ich hab sie. Guck mal, sieht aus wie eine Spielzeugwaffe. Ja. Wollt ihr mal? Schau mal. Ja, voll da ab. Du musst aufpassen, die geht richtig ab, die Waffe. Die geht richtig ab. Willst du die haben? Ob du die haben willst? Ja, dein Oberkörper war gerade irgendwo. Voll geil verdreht, gell? Achso, sorry. So geil. Das Problem ist, die hat kein Icon noch, ne, weil die wird es auch nicht auf dem Server geben, aber ich gebe dir die jetzt. Also die ist ganz oben und bitte schieß damit auf gar keinen, ja? Das ist sonst. Das ist echt blöd. Ja, das ist. So, ich kann sie dir gerade gar nicht geben, sehe ich gerade. Ne, weißt du, warum ich sie dir nicht geben kann? Weil die existiert eigentlich gar nicht, deshalb. Weil die gibt's auf dem Server eigentlich nicht, jetzt kann ich sie dir nicht geben. Die müsstest du über F4 kannst du dir die holen. Ja, das ist wie unter. Auf der zweiten Seite, bei Waffen, also wenn du auf Weapons gehst, zweite Seite. Nein, ich hab mich woanders. Atomizer heißt die. Atomizer. Up N Atomizer. Die dritte von der zweiten Seite oben links. Warte, soll ich mal was ausprobieren? Hui, dich! Ist ja geil. So, jetzt sind wir echte Geisterjäger. Jetzt haben wir auch so eine Waffe. Und wir brauchen noch ein bisschen was zum Snacken, stimmt? Wir müssen noch was zum Snacken holen. Ich spawn mir das später. Weil so. Es wird heute nämlich ein bisschen was zum Snacken. Und tanken muss ich auch, ich weiß nicht, wie schaut's bei euch aus? Kacke, tanken muss ich ja auch, ich hab 55 Ding drin. Oh, so. Gerade die Scheibe zusammengehört, super. Ja, passt schon, du bist eh nur Honda Civic. So ein Alter, das geht schon. So, aufpassen, Schwertransport, Geisterjäger. Boah, eigentlich hätten wir uns da eine Geisterjäger-Aufschrift drauf machen müssen auf den Van. So richtig fett, Ghostbusters. Eigentlich, ja. Bist du bescheuert, wir sind Geisterjäger? So. Ja, was? Leute fahren, wie sie wollen. So. Der Devil schreibt, wir haben ein Spitzenoutfit. Dankeschön. Vielen Dank, oh. Devil, für 2 Eurünchen und fürs Spitzenoutfit. Leute, für das Outfit schon gerne mal ein Like da lassen. Heute wird's lustig. So, dann fahren zur Tanke. So, Ey, warte mal, passe ich da überhaupt rein? Warte, jetzt Nein. Kommt. Ich glaube, ich passe da gar nicht rein, also wir probieren es einfach mal. Nein. Oh ja, oh ja, oh ja, komm, hier. Komm. Doch, das geht sogar, schau mal. Ah, es geht. So. Aufpassen, ich muss jetzt aussteigen. Und jetzt müssen wir hier tanken. So. So, erst nochmal die Tür anhauen. Benzinkanister nicht, ich muss tanken. Er lässt mich nicht tanken, ich bin viel zu weit hinten. Wir müssen weiter nach vorne fahren. Er lässt mich nur mit dem Benzinkanister. Warte mal. Kann ich jetzt gar nicht einsteigen? Ja, moin. Ich muss hier einsteigen. Warte mal. Ich tanke die Zapfsäule. So. Fahrersitz wechseln. Ich muss noch ganz schnell ein bisschen umparken. Er lässt mich sonst hier nicht. Stehst du vorne? Ich sehe nämlich nichts. Wieder weg, dankeschön. Das Ding ist so riesig, ich sehe nichts. That's what she said. So. Jetzt bin ich wieder zu weit vorne. So. Mein Gott. Das Ding ist, ja, das Problem ist, die Tanke ist vorne, weißt du, das ist halt. Ist hier so. Bin zu blöd für das Ding, was so riesig ist. Kann nichts dafür. So. Jetzt geht's. Jetzt können wir auftanken. Also hier ist nämlich der Tankstutzen. Es kann jetzt lang dauern, bis das Ding voll ist. Was ist denn passiert? Oh, sorry, habe ich in die Tür raufgehört. Ich habe in Schandelchen die Tür raufgehört. Achso, ja gut, dann. Hä? Wie viel Prozent bist? 95. Fertig. Boah, ich hätte aber echt gerne Blaulicht da drauf auf dem Ding. So. Alle bereit? Jawohl. Gut, dann fahren wir mal. Was zum Essen brauchen wir noch? Ah ja, stimmt, was zum Phrasen, das ist eh hier unten, da müssen wir hin. Oder wir fahren an der Tanke vorbei, wir fahren sonst, ja. Weißt du was, wir fahren auf der Autobahn, das ist jetzt eh so dringend, wir fahren einfach an der Tankstelle da vorbei. Ja, genau, so machen wir das. Ja. Dann fahren wir mal. Also los geht's zu unserem ersten Einsatz. Wir fahren jetzt an ein Haus, wo es spuken soll. Und das ist unser erster Einsatzort für heute. Dann werden wir mal schauen, ob wir was finden können. Der steht am Kopf, ja. Muss man langsam fahren. Oh, der Civic, der dröhnt. Schau mal, der schreibt hier gerade Leute auf. Alter, was mein. Was? Meine Güte. Ja, wenn die so blöd sind, meine Güte. Er hat nichts gesehen, glaube ich. Nee, ich gesehen, er hat nichts gesehen. Ich bin ein Einsatzfahrzeug, ich darf das. Ich bin ein inoffizielles Einsatzfahrzeug. Hürdelt das Einsatzfahrzeug jetzt im Kino? Oh shit. Oh. Ich bin ihn auch nochmal aufgefahren, der hasst uns. Was? Er hasst uns. Fährt er uns nach? Ich bin ihn nochmal auf. Nein, aber er hasst uns, na. Okay. Nein, ich bin
Perfekt, so. Auf geht's, Leute, zur Geisterjagd. Ich freue mich. Wer ist Polizist? Der liebe Officer Fox ist heute Polizist. Also was ich lustig finde am LKW bei uns, sind alle Indicator an, ne? Der Motor ist kaputt, irgendwer die Tür offen lassen, ABS super, funktioniert nicht, super. Die Bremsen sind im Arsch. Leuchtet alles auf hier. Das nennt man Mercedes-Benzer. Besten oh shit, Mercedes. Ich bin geblitzt worden. Echt? Also siehst du, deshalb fahre ich mit sowas, da kannst du gar nicht geblitzt werden. Das Ding ist so lahm, das passt schon. Aufpassen, ich fahre rechts, so. Nicht so schlimm. Ich fahre jetzt mit 130 fast, ja, 125, das passt schon. Alter, schau mal, das ist ein Lambo. Gönne Lambo-Schnitte. Alter, der, es egal, regnet. Komm, wir reden uns es da regnet. Raus. Der fährt mit einem Lambo Cabrio rum. Man kennt solche Leute. Das sind auch die Leute, die in der Disco eine Sonnenbrille aufhaben. Solche Leute fahren auch im Regen mit einem Lambo mit offenem Dach rum. Man kennt sie. Ich mache immer das Gegenteil von dem, was die eigentlich brauchen. So. So, wenn uns gleich die Bullen schnappen, sagen wir einfach, wir sind Geisterjäger, wir dürfen das. Ja, das sieht ein bisschen auffällig aus, wenn wir mit so einem fetten Wagen hier fahren. Mir fällt gerade so ein, ich habe keine LKW-Lizenz. Das heißt, wenn wir aufgehalten werden, müssen wir sagen, dass ich eine habe. Ne? Ja, vielleicht merkt das auch gar nicht. Oh, ich höre Sirenen. Ich höre Sirenen. Ja, weil du durch den Blitzer gerast bist. Oder? Will der uns anhalten? Nee, oder? Fahr nochmal. Ja, ich fahr ja nochmal. Nee, der will nichts von uns. Okay. Wir machen da vorne jetzt einen U-Turn, ja? Das heißt, wir fahren hier jetzt links. Da darf es eigentlich gar nicht fahren. Wir machen das auch trotzdem, ne? So, einmal hier umkehren auf dem Highway. Und dann fahren wir mal zur Snackstation. Boah, Vorderrad. Hier gibt's Snacks. Ganz viele Snacks gibt's hier. Was die denken müssen an der Raststation. Geil. So. We are here. Das sieht aber so bescheuert aus. Aber wiederum so lustig. Grüß Gott. So, dann holen wir uns mal was zum Snacken, weil das wird heute eine lange Nacht, sage ich euch. Das wird heute eine lange Nacht. Ein paar Red Dorsch gleich mal einpacken. Ein paar Zigaretten natürlich. Ein Feuerzeug. Warte, ein Werkzeugkasten, ganz wichtig. Ohne Werkzeugkasten gehe ich nicht mehr aus dem Haus. Sandwiches brauchen wir viele. Pack mal 11 Stück ein, perfekt. Mach ich auch. Zimmer ausgesorgt. Alter, was ein Scheißwetter. Das kann ja heute nur gut werden. So, ich markiere mal, wo wir hin müssen. Wir müssen zu einem Haus, wo es spuken soll. Ich weiß es nicht mehr genau. Es ist entweder das hier oder hier. Oder ist das hier? Ach Leute, ich weiß nicht mehr genau, wo das ist. Was ist das hier? Warte, wo ist denn das Spukhaus? Entweder das ist das hier oder das hier. Ja, ich weiß nicht mehr, wo das ist genau. Mutti, weißt du nochmal genau, wo das ist, das Spukhaus, wo wir hin müssen? Warte, ich schau kurz. Wir fahren so ein bisschen ab. Das ist nicht so das Problem. Ich hab schon mal was markiert. Danke, Choco. Ich glaub, da ist es. Ich kaufe den Zipfel da. Das ist die Sound, am Zipfel? Ja, da gibt's mehrere Zipfel, ist das Problem da hinten. Warte, ich schau schnell. Da fahren wir mal so hin. Machen wir das so. Ich fahr mal vor, wir schauen uns das an. Wir können ja immer noch dorthin fahren. Wir sind ja eh dort gleich in der Nähe. Also irgendwo dort in der Nähe wird's sein. Und schon nachfahren, wenn's ja Sinn. Ja, mach ich gleich. Schatz, ich so. Da muss ich hier anhalten, super. Warnblinker an. Oh, Dankeschön an Neon Gamer für 220. Wann kommt mal wieder Minecraft-Stream? Kommt auch bald wieder. Wir müssen unseren Server neu aufsetzen. Dann kommt wieder Minecraft. Haben wir ja gesagt, das kommt wieder, Leute. Das kommt auf jeden Fall wieder. Dann geht's weiter bei dem geilen Haus. Endlich. Ich freue mich schon. So. Meine Scheißhaus. Sind wir da nicht zusammengezogen am Ende? Nee, oder? Du hast gesagt dann ja. Aber ach so, ja. So. Dann lass uns mal dorthin fahren und schauen, ob wir dort Geister finden heute. Opa! Was ist passiert? Ah. Hey, wo bist denn du? So, ich komme ja schon. Was? Ich fahre da lang. Nein, was der jetzt? Was denn? Der will nur vorbei. Nix, Polizist. Du versperrst die Einfahrt. Ja, ich warte auch eigentlich auf Putti, bis er da hinterherkommt, damit er den Weg auch mitbekommt. Jo, das Civic rennt nicht schneller als ein 70er. Ja, 70, du, mein Auto fährt auch nicht. Ich fahre ein LKW, was ist denn du von mir? Also, Wohnmobil. LKW, Wohnmobil, Dingsbums, Dingsi. Oh, John, der Gamer ist gerade bei mir VIP geworden, dankeschön. Vielen Dank für die Blumen, vielen Dank. By the way, Leute, ganz wichtige Info für die VIPs unter euch oder halt Mitglieder. Wir haben jetzt ein paar Slots wieder mehr frei für neue Icons.
Vielleicht, oder ihr könnt auch so hinschreiben. Vielleicht fällt euch irgendein Icon ein, was wir reintun können. Vielleicht ein Reizdarm-Icon, das wäre vielleicht ganz geil, ne? Das wäre doch was Neues. Ein Reizdarm. Ja, ein Reizdarm-Icon. Also den überhole ich jetzt davon, der ist so larmarschig. Oh ne, das wird nichts, das wird nichts, das wird nichts. Boah, ist das knapp. Sorry. So, wir müssen dann nach vorne links hochfahren. Mal von rechts. Ja, da müssen wir irgendwo. Da steht halt die so hier links hochfahren. Keine Ahnung, ob das stimmt. Ich mach's einfach. Ich fahre jetzt mit einem fetten LKW Offroad. Oh nein, fahr nicht so schnell. Ey, ich fahr doch mit 80. Das geht doch. Na, das ist nicht so schnell rauffahren. Ja, aber sonst kommen wir hier gar nicht hoch. Wir müssen noch ein bisschen schneller fahren. Du, ich habe heute noch gar keinen einzigen Unfall gebaut. Bis auch vorhin mit dem einen Auto da. Aber das war ja kein richtiger Unfall, kann man so sagen. Und ich habe einen Werkzeugkasten dabei. Das war, dann fahren wir hier links. Mein Gott, muss der da vorne so schleichen. Jetzt fahr mal ein bisschen schneller da. Mein Gott, ey. Wir hat sind sich Geisterjäger. Da was geändert oder warum ist... Was? Ist links unten der Voice Chat bei mir rot, sonst war die Leiste immer grün. Ach so, das heißt, dass du jetzt... Ich hab auch... Das kannst du... eine schwache Videoausgabe, Alter. Das kannst du irgendwo einstellen, dass du lauter und leiser redest. Okay. Da müsstest du fast einen Fox fragen. Ich weiß gar nicht mehr, auf welche Taste die das jetzt eingestellt haben. Ja, ja, ach so, Zirkumflex ist das. Zirkumflex. Das ist oben links bei der 1. Wenn du schaust. Links neben der 1. Da kannst du das umstellen, wieder auf normal. Oh, ups, warte, da war gerade was ganz komisch. So, jetzt geht's wieder. Jawohl. Puh. Da kannst du nämlich die Sprachreichweite einstellen. Kannst du auch leiser machen. Ah, okay, ja. Sind wir jetzt hier auf der richtigen Straße? Ich weiß nämlich nicht, ob das jetzt die richtige ist. Ich habe jetzt einfach die ausgewählt, wo ich glaube, wo es ist. Also wenn wir jetzt falsch sind, dann tut es mir leid, dann müssen wir weiter vorne fahren. Dann bin ich derjenige, der hier... Ich bin nicht derjenige! Ne, ich bin dann derjenige, der hier alles ausbaden muss mit dem Auto. Weil es ist nicht so einfach, da mit dem Gelände zu wuppeln. Geh, Mausel! Ja. Wir sind falsch gefahren, irgendwo anders ist es. Ah. Ist irgendwo anders. Ja, sorry, ich kann nichts dafür. Super Stream, Leute. Wir haben eh noch Zeit, ist noch nicht dunkel. Ja, moin, Stu, du nimmst den A1 und 50er raus. Ein feuchten 50er. Das ist aber ein Fake 50er. Der falsche Fake. 50er. Nee, Alter, vielen Dank. Dafür, ey, dafür jetzt. Guten Abend, schreibt er. Dafür jetzt einen fetten Like. Hauen wir hier raus. Ich glaube, wir können weiter Richtung Rollfeld. Daumen mal raus, Fuchs, du nimmst den A1 und sehen vielen, vielen Dank. Der ist auch jetzt schon länger dabei. Ich hab zu danken, mein Lieber. Vielen, vielen Dank. Beste Grüße gehen heraus von Hündel. So, ich glaube, wir sind jetzt richtig. Entweder es muss hier oder... Warte, ich schau mal hier runter, ja? Nee, ich glaube, das ist jetzt auch falsch. Kann das sein? Warte, ich schau noch mal kurz auf die Map. Ich hab gerade einen Hasen überfahren. Ich hab einen Hasen überfahren. Super. Oder ist das ein Hasen? Da ist es. Es ist eins weiter unten, also... Okay, warte mal ganz kurz, ich habe gerade irgendwas überfahren. So wie wir jetzt sind, nur weiter nördlich ist es. Never mind, ich habe einen Raben überfahren. Das ist ein schlechtes Zeichen, Leute. Da oben ist es. Ach, steig wieder ein. Ihr wisst doch, wenn man einen... Hey, wenn man einen Adler BZW Raben überfährt, ja, das ist ein Adler. Das ist kein gutes Zeichen, das ist das erste schlechte Zeichen, dass wir hier langfahren. Ist das hier? Ich kann dich navigieren, fahr mal weiter. Ja. Oder ich fahr voraus, wie auch immer. Ja, fahr voraus, ich fahr dir nach. Lalalala. Ich hoffe, das ist nicht zu gebirgig. Ich hoffe, ihr habt alle den Like-Button gedrückt für den Xirlunde-Nase 1-7. Wie viele Likes hat der Stream denn schon? Hashtag Likeil. Alle mal Hashtag Likeil in den Chat. Das machen wir jetzt mal. Hashtag Likeil. Mein Internet ist gerade am Arsch. Arsch, Entschuldigung. Euer Internet. Lade ich da gerade was runter? Nicht einmal. Gut, es kann mal wieder sein, dass... Das kann mal wieder sein, dass ich das ganze Internet gerade verwende. Wo fährst denn du, Buti? Da, fahr mir nach. Ist es hier vorne? Ach stimmt, das kann hier vorne sein, stimmt. Also sind wir, glaube ich, eh richtig. Ach, oh ja, es ist fix, aber es ist jetzt links. Jetzt ist es links? Was? Jetzt ist es hier links raus und dann rechts runter. Und rechts runter. Alter, ich habe mich voll verfahren, Bruder. Weißt du, ich fahre hier mit meinem fetten Wohnmobil durch die Gegend. Und hier jetzt links rauf, okay. Genau, wir könnten aber auch Offroad jetzt querfeldein rennen. Ich hab schon wieder was angefahren! Das hat so... Oh. Leute, das ist ein schlechtes Zeichen. Warte, weißt du was, ich rufe jetzt schnell den Polizisten an. Warte mal. Das ist das erste schlechte Zeichen, Leute, wir haben schon zwei Tiere überfahren. Warum ist meine Videoausgabe so scheiße? Huddle! Haben wir es überfahren.
Hashtag Leihgeil. Dankeschön. Das hat jetzt gebraucht. Ich rufe nur schnell die Polizei an, dass sie mal hierher kommt. Weil ich habe jetzt schon das zweite Ding überfahren und das will ich jetzt nicht auf der Straße liegen lassen, Leute. Ach nee, Alter, das ist ja echt kacke. So. Hoffentlich sind da meine Schäden vorne nicht bei mir. Na, egal. Aber warte, ich stelle lieber einen Motor ab. Was ist denn das jetzt? Ist das ein Kojote? Ich habe einen Kojoten überfahren, na super. Weißt du, zwei, das ist ein schlechtes Zeichen. Wir haben jetzt schon zwei Tiere überfahren. Das heißt, die spukt wirklich. Nee, das ist, was sie wirklich spukt. Das ist kein schlechtes Zeichen, sondern du fahrst einfach. Das macht sie da komplett. Was ein Idiot. Jetzt stehen wir hier im Regen, super. Ja, das schaut aus wie du. Wer? Mit deiner Face. Oh, er fährt drüber, so herzlos. Oh mein Gott. Super. Wird sie denken, was hat das für... Ich hätte mit meinem... Schau mal, mit dem hier hatte ich das hier eigentlich. Tu das weg, oh je. Tu das weg. Hallo. So, hallo. Grüß Gott. Oh Mann, was haben sie denn gemacht? Jo, sieht jetzt gerade blöd aus, aber... Ich glaube, wir haben den erwischt, ja. Ich habe vorhin auch einen Adler überfahren, aber... Wissen Sie, wir sind Geisterjäger und ich glaube, das ist ein schlechtes Karma, was uns hier erwartet. Und jetzt habe ich hier auch noch mal... Jetzt noch mal so einen Kojoten hier angefallen. Jetzt habe ich sie mal angerufen. Weil wir haben Gesetz steht, aber man muss Polizei rufen, wenn man ein Tier überfährt. Hätten Sie einfach das Wildlife Department informieren können. Eigentlich ist es jetzt kein Einsatz für die Polizei, aber ich werde mich jetzt drum kümmern. Okay. Ich werde vielleicht mal den Tierarzt ranholen. Ja, bitte. Sind sie drüber gerollt oder haben sie ihn einfach nur vorne weg? Ich habe nur leicht angestupst, muss man sagen, mit dem Auto. Aber es ist auch ein fettes Auto, sehen Sie ja. Ich habe aber nur leicht angestupst. Aber ich glaube, das ist ein schlechtes Karma, was uns hier erwartet, habe ich so das Gefühl. Wissen Sie, wir sind Geisterjäger. Ich kann Ihnen mal mein Kärtchen geben, wenn Sie wollen. Haben Sie bei sich zu Hause vielleicht ein Geisterproblem? Dann können wir Ihnen helfen. Nein, alles gut. Keine, ich gebe Ihnen mal ein Kärtchen. Wollen Sie mein Kärtchen haben? Lass mich mal schauen. Hier, unser Kärtchen. Ja, dann können Sie uns anrufen. Okay. Jederzeit. Jederzeit bereit für eine Geisterjagd. Vielen Dank. Ja, bitteschön. So. Ja, Puls ist noch da. Ich habe ihr gesagt, ich werde meinen Kollegen ranholen. Okay. Können wir weiterfahren oder machen Sie das jetzt hier alleine? Keine Ahnung, einer von Ihnen sollte zumindest da bleiben, damit wir da eine Unterschrift bekommen können. Achso, ja klar. Ne, dann bleiben wir schon hier, Natürlich, wissen Sie, wir sind ein geistiger Team, das heißt, wir tun zusammen Geisterjagen. Verstehen Sie, wir sind echte Geisterjäger, wir sind nicht die aus dem Fernsehen. Wir machen wirkliche Geisterjagden. Deshalb haben wir auch spezielles Equipment dabei. Wenn ich die ganze Zeit mit den Sachen werfe. Wissen Sie, das hat 5000 Euro gekostet hier auf meinem Kopf. Weil wir Geisterjäger sind. Wir jagen Geister. Schön. Kennen Sie Ektoplasma? Kenn Ecto One, aber nicht Ektoplasma. Ektoplasma existiert tatsächlich. Das ist nicht nur aus den Geisterfilmen, das ist wirklich eine Substanz, die wir tatsächlich schon erforscht haben. Wissen Sie, wir sind Geisterjäger und wir erforschen die geistreichen Geister in der Geisterfabrik. Mal, dass Sie Geisterjäger sind, nicht. Und das ist da ein mega riskantes Gebiet, in dem Sie ja mega riskant. Mega riskant. Also. Mhm. Weil gleich da hinten ist eine Geisterhütte, müssen Sie wissen. Und ja, also, das kann man schon mal sagen. Wie gesagt, wir sind Geisterjäger. Hier, auf dem Schild. Geisterjäger. Ja, genau. Okay. Jetzt kriege ich mein Schild nicht mehr weg, warten Sie mal. Da rutscht man ja überall aus. Was? Jetzt habe ich mein Schild in der Hand, ich krieg's nicht mehr weg. Ich hab das Schild. Ja, der Kollege braucht ein bisschen, der muss von Los Angeles herfahren. Wie gesagt, eine Person reicht, also ich weiß nicht, haben Sie mit dem Wagen oder mit dem Truck ihn angefahren? Hä, ich? Wie gesagt, eine Unterschrift. Ja, mit dem Truck hier natürlich, mit dem Truck. Okay. Und Sie sind den gefahren? Ich bin den gefahren, ja. Okay. Ja. Ansonsten... Werde ich von Ihnen mal einen Personalausweis haben? Ja, warten Sie mal. Ich krieg das Ding hier mal weg. Firmenkarte geben. Firmenkarte, tut's auch, ne? Okay, Frau Brot. Okay. Haben Sie bekommen? Pumpe, ja. Und jawohl. Das Ding nicht mehr weg. Deckmann. Ich krieg das Ding nicht mehr weg, ich krieg gleich einen Anfall. Deckmann. Bei mir hast du es nicht, soll ich dir ja, einfach reinhauen? Ja, ich weiß, nee, ich hab das noch. Vielleicht aber ich nicht. Ah, jetzt ist es weg, Ah, ja, jetzt hab ich ein Klemmbrett. Ja. Ah, jetzt sehe ich es, jetzt hast du das Klemmbrett in der Hand. So, warten Sie mal ganz kurz. Da muss ich schon was gucken. Du hast es schon mal geguckt, in der 3, 24, 5, wir sind ja Geisterjäger, ne? Geisterjäger sind wir ja, ne? Habt ihr schon geguckt, ob wir noch einen Barren zu Hause haben, also im Wohnmobil?
Warten Sie mal, ich bin gerade am Funken, ich höre Sie gerade nicht. Aber. Nee, das geht hier an meinen Kollegen. Habt einmal die Barren noch drin im Auto? Du kannst ja mal nachgucken, ob wir hinten im Kofferraum noch die Barren drin haben. Ja, warte mal. Ich glaube, die haben wir zu Hause vergessen. Muss ja mal im Auto nachschauen. Das ist mir gerade aufgefallen. Ich glaube, die haben wir vergessen. Ich glaube, der Officer ist gerade ends mit, weil wir den hier aufhalten. Und wir Geisterjäger sind, weißt du? Heutzutage nimmt das keiner mehr ernst, Geisterjäger. Haben Sie eigentlich schon mein Kärtchen bekommen von unserem Geisterjägerverband? Ja. Ach so, ja. Entschuldigung, ich wollte Sie nicht belästigen, tut mir leid. Ja, aber kurze Frage, Entschuldigung, gibt es da nicht so eine Sonderregelung? Weil wir sind ja Geisterjäger, die einzig normale Dauer, ich schwöre. Normal sind wir höher gestellt, der Polizei, oder? Ja, normal sind wir höher gestellt. Ja, das sind sie. Ja. Da kommt na, no Kollege joke schon. Jetzt. Also, Herr Kollege, die Herrschaften hier haben sind Geisterjäger, ganz wichtig. Ne? Mhm. Ganz, ganz wichtig zu wissen, dass sie Geisterjäger sind. Aha! Das haben sie mir 7-mal gesagt. Ah, guck mal! Und sie sind der fest überzeugt, dass sie über der Polizei hier stehen. Guck mal hier! Wir sind Geisterjäger. Guck mal hier, das Ektoplasma. Ja, meine Güte, was ist denn das? Nein, guck mal hier, das Ektoplasma. Ich hab Ektoplasma gefunden. Ich wusste es. Sehen Sie das? Sehen Sie die Spur hier? Das ist Ektoplasma. Das ist kein echter Coyote, oh das ist Ektoplasma. Bitte halten Sie Abstand. Abstand halten, Sir. Abstand. Das ist Ektoplasma. Okay, warten Sie, wir nehmen das. Tun Sie den nicht mitnehmen. Den nehmen wir mit. Sir, den nehmen wir mit. Das ist Ektoplasma. Bitte fassen Sie das nicht an. Bitte fassen Sie das nicht an. Das Ektoplasma auf dem Tier, ja, das müssen wir machen. Überfahren Sie das? Haben Sie Hand? Sie nicht mal Handschuhe an. Ein Abstand, bitte zurück, wir machen ein Foto. So, ja, bitte das sofort dokumentieren da. Ja, ich mach das sofort. Checkst du wieder nicht, wer der Kopf lassen Sie mich nur ganz schnell das machen? Tierlieb sind Sie nicht. Warten Sie mal ganz schnell, so. Einfach einen Tierkasten und dann das Tier. Okay. Nee, nicht anfassen das Ding. Okay. Das müssen wir mitnehmen. Das dürfen Sie nicht mitnehmen. Sie können keine Tiere mitnehmen. Der hat Ektoplasma an sich. Das ist kein Tier. Das ist kein Tier, das ist ein Geist. Das ist ein Geist. Ja, natürlich. Also, das sieht man doch. Ich hab Angst vor dem Teil. Das sieht ganz, ganz böse aus. Ja, aber gucken Sie mal genau hin. Gucken Sie mal das genau hin. Schauen Sie mal. Wenn Sie genau hingucken, hinten am Schwanz, ne? Am Schwanz hinten. Wenn Sie da genau hingucken, sehen Sie, dass der Ektoplasma dran ist. Aber das wissen auch nur Geisterjäger. Wissen Sie, wir sind Geisterjäger. Wir befassen uns damit schon seit Jahren. Und wenn wir sagen, dass hier Ektoplasma dran ist, dann ist ja auch Ektoplasma dran. Oder haben Sie Ektoplasma studiert oder wir? Wer hat hier Ektoplasma studiert? Okay. Sie oder wir? Da kommen wir nicht so rüber, als ob Sie jemals studiert hätten. Aber wir haben studiert. In der Ektoplasma-Schule. Hast du aufgenommen, das Bild? Perfekt. Haben Sie mal eine SD-Karte? Haben Sie eine SD-Karte für mich? Ich habe meine zu Hause vergessen. Packen Sie die Kamera bitte weg. Bitte, Sie verdecken das Bild. Hören Sie auf, durch mich durchzuführen. Ach, schau mal, da ist alles voll. Bitte, ich muss sofort den Geist fotografieren. Er stört uns. Können Sie mal bitte. Sir, könnten Sie mal einen Schritt zurücktreten? Wir würden gerne einen Test durchführen. Könnten Sie mal zurücktreten? Bitte. Sie können an dem Tier keinen Test durchführen. Also doch, bitte. Ich hab hier meine Ektoplasma-Pistole dabei. Könnten Sie bitte mal... Nehmen Sie Ihre Spielzeugpistole aus. Das ist keine Spielzeug, das ist Ektoplasma. Nein, Achtung, bitte einen Schritt zurück jetzt alle. Ich gebe Ihnen die Unterschrift, aber bitte lassen Sie uns doch ganz schnell hier das... Ja, gerne. Ich überschreibe hier gerne. Bitteschön. Also hier muss ich unterschreiben. Ja. Das ist aber unglaublich. Okay, vielen Dank. Aha. So. Könnten Sie mal einen Schritt... Mach noch ein Foto. Könnten Sie mal einen Schritt zurücktreten? Ich gehe auf unsere Seite. Ich würde sagen, einmal bitte alle weg. Alle mal einen Schritt zurück, bitte. Bitte steigen Sie bei dem Auto ein. Nein. Wir müssen einen Test machen. Bitte einen Schritt zurück. Wenn Sie so laut sind, dann bitte einen Schritt zurück. Warte, er hat sich bewegt. Nein. Einen Schritt zurück. Das bewegt sich. Gehen Sie zurück. Er hat sich bewegt. Gehen Sie zurück. Nehmen Sie die Waffe aus der Hand. Wir haben... Das ist eine Ektoplasma... Hallo, wir haben eine Ektoplasma-Pistole, bitte. Egal. Sie steigen jetzt in Ihr Wagen ein und hauen ab, auf geht's. Kusch. Wir müssen das machen. Wir müssen. Sir, bitte lassen Sie mich das. Sie nicht. Sie steigen ein und fahren weg. Sie steigen ein und fahren. Sie wissen nicht, welchen Gefahren Sie sich hier aussetzen, ja? Sie wissen das nicht. Gut, dann fahren wir jetzt. Dann werden Sie. Ihr Wunder werden Sie erleben. Ihr ektoplasmisches bitte. Wunder werden Sie erleben, sage ich Ihnen. Ja, kommt, Jungs, einsteigen. Anruf von Ihnen. Das ist, glaube ich, Test 13-4. Informieren wir das FBI. Ja, glaube ich auch. Testobjekt, alles klar. Die wissen das ganz genau, dass das Ding Ektoplasma dran hat. Ja. So, warte. Jetzt dann rechts. Rechts? Echt? Nächste Straße. Ah, okay. Perfekt. Dann kommen wir zu unserem Geisterhaus. Alter, wie ich die ganze Zeit gesagt habe, haben Sie mein Kärtchen schon? Und wir sind Geisterjäger, wir jagen Geister. Du
Wussten Sie, dass Geisterjäger Ektoplasma suchen? Oh, wir müssen hier. Hä, wo soll denn das bitte sein? Oh. Ah, hier! Jetzt weiß ich wieder. Ja, ja, ich sehe schon, ich sehe schon. Wir sind da, wir sind da, wir sind da. Also ein Tier soll es sein, ui, ne? Da, ich sehe schon. Ich habe hier ein ganz schlechtes Gefühl hier in der Nähe. Ja. Aber ganz, ganz schlechtes Gefühl. Hier soll es also sein, weil ich stelle mich mal hier hin. Boah, das muss schon wieder zu lang, Alter. So. Ja. Ist es okay, wenn wir hier parken? Ich glaube, das ist okay, oder? Ja, also ja. Wir müssen das Haus in Aussicht halten. Der Kunde meinte, das Haus ist verspukt. Dann würde ich sagen, wir... Warte, dann... Wir stellen uns hier so quer hin, würde ich sagen, so. Warte, dann stelle ich mich vielleicht ein bisschen woanders hin. Jawohl, machen wir dazu. Nicht, dass dann die Geister irgendwie unsere Autos klauen, alle. Nee, nee, da wollen wir ja nicht. Wo? So, warte, das dann schauen wir mal. Da ist schon wieder so ein komischer Adler bei mir. So. Schleich die davor! Da stelle ich mich da hinten hin. So, perfekt. Alles aufgestellt, meine Lieben. So. Ah, ich sollte vielleicht den Motor abstellen. So, es funktioniert das hier auch. Schau, jetzt können wir hier reingehen. Perfekt. Und hier sollten wir jetzt die... Ja, hier haben wir jetzt eine gute Aussicht aufs Haus. Wo bin ich hier jetzt gerade? Oh mein Gott, lass mich rein. Nee, wir müssen schon auch ein bisschen hier mitgucken, ne? Das ist schon... Ja. Schau, ja, wir können ja nicht mitgucken, wenn wir die Kameras drinnen nicht aufstellen, die Vollvideo. Ja, das machen wir doch noch. Das ist ja noch nicht fertig. Wir schauen noch mal, ob wir eine gute Aussicht haben, dass wir hier auch wieder reingehen können, verstehst du? Wir werden ja nicht alles draußen machen. Hilfe! Was denn? Oh, okay, passt schon wieder. Oh mein Gott. Wollen wir mal untersuchen gehen, das Ganze? Wir haben jetzt ein bisschen Zeit, bis Nacht wird. Ich muss einmal rausspringen aus dem Ding. Das ist ein bisschen complicated. Ja, mach ich ja gerade. So, geht. So. So, perfekt. Also, die Scheune wurde auch schon gemeldet. Man hört hier immer wieder komische Geräusche oben. Und siehst du, hier oben ist auch offen. Ja. Das haben wir schon gehört. Hier oben soll es rausspuken, ja. Ja. Man sieht auch, hier sind die ganzen Fenster eingeschlagen, wenn du mal genau guckst. Macht aber keinen Sinn, weil hier wird eigentlich nichts eingeschlagen. Hier ist auch nie jemand. Ja. Ist also kein Vandalismus. So. Wir gehen mal zu dem eigentlichen Haus jetzt, Leute. Das schauen wir uns mal an. Oh mein Gott. So. Das ist das eigentliche Haus. Ich werde mal ganz schnell was gucken. Jemand meinte, hier gibt es immer wieder Stromschläge. An dem Kasten, ja, aber der Strom ist ja abgestellt. Ich meine, du kannst ja gerne mal ausprobieren. Ja. Willst du mal probieren? Warte, ich geh mal kurz hin, weil es dürfte ja so kein Strom. Es dürfte ja kein Strom oben sein, oder? Ja. Alles okay, ist alles okay. Es ist ein kleiner Stromschlag. Oh mein Gott. Willst du auch mal probieren? Damit wir uns ja alle mal. Oh, der Strom ist ausgestellt in dem Haus. Oh, irgendwo hier kommt der Strom her. Ja, irgendwo muss da eine mentale Kraft sein. Oh mein Gott. Ach ja, hier ist wirklich Strom drauf. Okay. Ich arbeite mit lauter Vollidioten. Okay. Ja, sorry. Schau, hier ist auch der Stromzähler. Was ist das? Eine Waschmaschine? Nein, ja, das ist ein Stromzähler. Da ist ein Loch in der Wand. Hier ist ein Loch in der Wand. Leute, hier ist ein Loch. Da ist nichts drinnen. Was okay. Hä? Warte, wir schauen uns das mal genauer an, hier das Haus, ja? Warte, ich geh mal ein bisschen hier aufs Dach und guck mir das an. Langsam nicht darauf! Oh Gott, ich bin da runter. Oh, bist du wahnsinnig? Oh mein Gott. Leute. Oh mein Gott, ich komm mit. Entweder ich sehe das nur so, oder ist hier Blut drauf an dem Ding hier. Das Blut. Das ist wirklich Blut. Oh mein Gott, jetzt. Wetterumschwung. Oh mein Gott. Das ist kein Zufall. Das ist kein Zufall, nein. Das ist kein Zufall. Oh mein Gott. Ich hol den Ding noch raus. Ich hol den. Oh mein Gott. Was, wenn da gerade ein Blitz einschlägt? Ja, wir müssen uns das genauer anschauen. Sieht er das hier auch? Komm mal her hier. Das ist kein Zufall. Seht ihr das schwarze Ding hier? Das sind das Haare? Was sind das? Was ist das? Ich weiß nicht, das soll irgendein Zeichen sein oder so. Ist ja eingeritzt anscheinend. So, die Tür ist auch zugemauert. Hier kommst du auch nicht rein eigentlich. Oh mein Gott. Hier sind komische Spuren, muss man sagen. Guck mal, hier am Boden komische Spuren dran. Okay, wir müssen das mal genauer betrachten. So, also Strom sollte hier eigentlich nicht hinkommen. Schau mal, hier gehen aber zwei Strom... Siehst du das? Da gehen zwei Stromleitungen ins Haus rein. Vielleicht wird deshalb hier der Strom angezapft von oben anstatt von unten. Das kann natürlich möglich sein. Hier wird irgendwo noch Strom angezapft. Das ist ganz, ganz komisch hier. Weil hier wird eigentlich der Strom von unten angezapft und nicht von oben. Oh mein Gott.
Ja, wir müssen uns das mal genauer angucken. Ich glaube, das ist jetzt kein Zufall, dass es jetzt hier so gewittert. Also warte mal, tun wir mal alle einen Schritt zurück hier. Ich schau mal, ob wir das hier vielleicht rausbekommen. Mit der Ektoplasma-Waffe. Da tut sich nichts. Tut sich nichts, nein. Wir müssen das hier, normal das Ganze, das ein Auto weg. Das Ganze müssen wir ja abscannen, ja, ist wichtig. Warte, hier oben vielleicht. Ja, wir müssen ein bisschen Abstand halten hier. Wir gehen das mit Ektoplasma durch. Ob wir irgendwas finden. Okay. Warte, hier gehen wir nochmal ran. Ja, warte mal, hier oben. Nee. Ich dachte, ich habe was gesehen. Okay. Wir müssen jetzt warten, bis Nacht wird. Ja. Weil es soll ja erst am Abend kommen. Warte, wir schauen noch einmal hier lang an dem Stromkasten, dass wir den vielleicht ausstellen können mit der Waffe. Mit alle zurücktreten. Ich geh mal ran. Nein, aua. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Au. Ah, der hat mich gerade getroffen. Ah. Der hat jetzt getroffen. Schnell. Das hat weh getan. Geh mal ran. Gehen wir mal rein in das Auto. Es wird hier immer stürmischer, wir müssen mal alle reingehen. Ja. Ja, oh mein Gott. Ich glaube, die Geister sind gegen uns. Ja, immer nur einer. Einer nach dem anderen. Oh mein Gott. Sorry. Ich komm nie rein. Ah, jetzt. So. Oh mein Gott. Wir sollen uns vielleicht echt mal was holen, dass wir mal ranzoomen können. Oh, ich muss was essen. Oh, ich hab so Hunger. Ich auch. Warte mal, ich muss auch mal was essen. Ich nehme mal schnell einen Kaffee. Oh, ich esse auch noch schnell was. Schnell was snacken. Kaffee. Noch schnell ein Sandwich. Das wird jetzt eine lange Nacht wird das, Jungs und Mädels. Jetzt ist schon langsam dunkel. Jetzt müssen wir gucken, dass wir hier... Oh, es nebelt. Siehst du das, wie es hier nebelt? Hallo. Ja, hier. Oh, ich seh ein bisschen Nebel hier unten. So. Ey, da, es blitzt doch, oder? Blitzt es? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was ist das drüben? Was denn? Was siehst Boah, du? Boah, da habe ich gerade was gesehen kurz. Da war gerade wirklich was. Oh mein wirklich? Gott. Ja. Ich sehe nur den Baum, wie der sich ganz komisch bewegt da oben. Siehst du das auch? Passt, Champion ist next top model. Was gibt's besseres als Geisterjagd? Oh mein Gott. Tu die Taschenlampe aus, Mann, ich sehe nichts. Bitte, bitte, bitte. Oh mein Gott. Wir müssen das jetzt ein bisschen gucken. Siehst du das Licht da hinten? Das ist nämlich an, da ist Strom drauf. Das heißt, der Strom kommt von oben nach unten runter. Oh. Ach Leute, das ist jetzt creepy hier. Jetzt ist creepy time. So, wir müssen noch warten, bis ganz Mitternacht ist. Dann gehen wir dorthin und schauen uns das nochmal genauer an. Aber es ist jetzt schon verdammt dunkel draußen. Soll ich mal rausgehen, eine Sekunde? Muss ich mal, so. So. Also ich werde mich hier mal ein bisschen Abstand halten. Wir müssen dann noch ganz kurz ruhig sein, weil man hört hier Sachen. Also jetzt noch nicht, jetzt ist noch nicht ganz. Wie spät ist denn überhaupt? Habt ihr eine Uhr? Das war wieder so. 21:25 Uhr. Ja, wo siehst du das? Was machst du mit dem Kanister? Ja, an der Uhr, ne? So, wir müssen jetzt schauen, ob wir irgendwas sehen. Leute. Steht da hinten was? Nee, oder? Hier ist ein Fenster leicht offen, sehe ich gerade. Ich war kurz. Das war vorher nicht offen. Ich komm mal rüber. Hier ist ein Fenster leicht offen. So ein bisschen. Siehst du das? Ih, warte, da schaut was raus. Da schaut was raus? Nee, oder? Schaut da was raus? Ich hab gerade irgendwas gehört. Ich hab gerade irgendwas gesehen, jetzt ist es nicht mehr. Oh mein Gott. Was hast du gesehen? Was hast du gesehen? Was hast du gesehen? Alter, du hast mir Angst. Was hast du gesehen? Ich weiß nicht, Dinge. Also wir müssen auch mal ein bisschen leise sein. Wir müssen mal gucken, ob wir was hören. Hört ihr das auch, dieses tiefe Brummen? Ich hör da die. Das hörst du auch, ne? Es würde hier unten wer kratzen. Ey, das ist creepy, das ist richtig creepy. Warte, hier oben ist offen, ja. Ich könnte hier mal reingucken. Wo?
Hier oben über der Tür ist so ein kleines Loch. Über der Tür? Ich gehe mal ein bisschen weiter weg hier. Ich gehe mal ein bisschen hoch. Das ist echt creepy gerade. Oh mein Gott, oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh nein, oh nein. Hey. So, habt ihr schon was gehört? Nein, ich schaue sonst nochmal schnell zur Tür hin. Okay, ich schaue mir das nochmal genauer an. Hallo, ist wer drin? Hallo? Wow! Alter, ich hab mich gerade erschrocken. Ich hab mich gerade erschrocken. Habt ihr es auch gerade gehört? Ich hab mich gerade erschrocken. Ich glaube, er ist besessen. Alter! Alter, Victor! Was ist das? Putti, komm! Putti! Stirb! Hilfe! Komm sie her! Hier drüben ist was! Stirb! Hier drüben ist was! Da drüben! Da rennt was! Die nehmen das jetzt mit! Die nehmen gerade einen Alien mit! Das ist ein Alien! Hey! Was machen sie mit dem? Hey, das ist unser Eigentum! Das haben wir gefunden! Den haben wir gefunden! Hey, was soll denn das? Hey, wir haben den gefunden, wir haben den auf Aufnahme! Gehört? Das kommt ins Internet! Das kommt ins Internet! Wer sind sie? Wir haben alles auf Kamera, das ist unsere Arbeit! Die fahren einfach weg! Das waren die Men in Black! Das waren die Men in Black! Das waren einfach mal die Men in Black! Alter, was soll denn das? Einmal die Men in Black und dann das! Alter Leute, ich hab mich gerade voll erschrocken vorhin! Oh, ja, da war ein Alien und die haben das mitgenommen und es war in dem Haus da drin. Was? Was? Oh. Da kommen die Men in Black und nehmen den einfach mit. Okay, wir müssen einen Bericht schreiben, Leute. Warte, weißt du was, wir fahren dir nach. Komm, einsteigen, wir fahren dir nach. Vielleicht kommen wir da auch hinterher. Komm, steig mal alle ein hier. Rutti. Komm schnell. Ja, warte. Die Men in Black haben da einen Alien entführt. Oh mein Gott, ich hab fast keinen Gedanken mehr. Ohne Worte und wegfahren. So voll Men in Black Style. Oh mein Gott, wo sind die? Ich weiß es nicht. Los Leute, das ist unsere Arbeit. Die haben uns unseren Job geklaut. Klauen unsere Jobs. So, ich muss aber die Donations alle vorlesen. Leute, ich lese dann die alle hier vor. Aber wir müssen erstmal auf den Grund gehen. Die haben uns hier gerade den Alien mitgenommen. Wir dachten, das ist ein Geist. Oder glaubst du, das war ein Alien-Geist? Was war denn das denn für ein Ding? Nee, das war ein Alien, Alter. Weißt du, aber eigentlich sind wir ja auf Geisterjagd. Und da waren dann Alien drin. Sich dort versteckt. Das kann sein. Eigentlich sind wir ja auf Geisterjagd und sowas. Aber wisst ihr was? Das bringt sich jetzt nichts. Wir gehen mal ins Motel rein. Komm, wir übernachten mal im Hotel. Ja, genau. So machen wir das. Wir werden das morgen. Dann morgen gleich tanken, oder? Ja, morgen gleich tanken, auschecken, was mit dem passiert ist. Mal wenden, okay. Ich dachte, du wendest hier stilvoll. Ja, warte mal, fährt er wer von denen? Alter, eigentlich ist der Regen mal weg. Ja. Yeah. Alter, da sind einfach mal die Men in Black gekommen. Das gibt's doch nicht. So, wir gehen mal in das Motel ist kacke. Ich fahre mal ins nächstgelegene. Ins schönere, das da hinten. Space Motel? Genau, da gehen wir hin. Aber wenn wir jetzt mal eine Nacht überschlafen, was Sie jetzt gesehen haben. Also oh mein Gott. Ja, fällt euch das auf, wir kommen weiter weg von dem Haus und das Wetter wird besser. Ja. Das kann kein Zufall sein. Aber ich glaube, der Putti war kurz besessen, ich weiß nicht. Ich weiß auch nicht, was passiert ist. Kurz bevor der gekommen ist, auf einmal. Kann Zufall sein. Ja. Und dann, wie er wieder weg war, ging es wieder, ne? Ja, mein Elektroblitzding hat auch gut. Oh nee, ich passe hier nicht rein, Leute. Ja. Ich muss hier irgendwo anders parken, warte mal. Jetzt meins in Auto schlägt auch nicht mehr an. Vorher, wenn wir dort hinkommen sind, hat es extrem angeschlagen. So. Weißt du, Hauptsache wir haben Wohnwagen und gehen trotzdem ins Motel, ne? Man kennt's. Ja.
Man kennt's. Kommt man ja, da endlich mal wieder mal duschen, jetzt sind wir schon eine Woche unterwegs. Ach. So. Oh. Ach, ich bin auch so leicht angeschlagen. Oh, so. Oh. So, die beste Toilette gibt's hier, guck mal. So. Die ist vollgeschissen. Aber ich muss auch. Hä, warum nimmst du dir kein eigenes Zimmer? Ich kack direkt drauf. Dein eigenes Zimmer. Hallo? Hallo, nein, ich schlaf hier. Ja, ich geh mal. Ich will mich hier mal hinlegen, so. Ich geh jetzt pieseln, also lasst's mich. So. Oh, dein Arsch in mein Gesicht, ja, danke. Ja, passt doch. Gute Nacht, Schatzi. Ja, so wie in echt, oh, ja, ne? Natürlich. Ey, was ist creepy jetzt vorhin. Ich bin wirklich erschrocken, als ich diesen Ton gehört habe, habe ich mich richtig erschrocken. So. Kann ich mal die Donations durchgehen dazwischen, wenn ich nicht hier ja, im Bett liege? Ja, ich mach auch. Ich habe nur eine, ich sag danke. Rico. Warte, jetzt hab ich Durst. Sorry. 1 Euro, dankeschön. Ja, ich auch. Bei mir hat, warte, wer hat jetzt alles so geredet? Bin schon fertig. Remix hat wert 1 Euro, dankeschön, Rico Sunny. Heute zum ersten Mal spenden, dankeschön, Rico Sony oder Rico Sunny. It's Headshot, 1 zu 7 hat 1 Euro, dankeschön, Alexa, haut raus. Bitte geh jetzt nicht an. Moin aus Neumünster. Wieder liebe Grüße, ja. Alexa und Toni. Dankeschön, okay. Grüße gehen zurück. Pascal Lissa kaut 2 Euro raus. Ola, kannst du mich und Sören grüßen? Grüße gehen raus an dich und Sören, lieber Pascal. Ach, der hat nochmal 2 Euro donated. Dann nochmal Rico Sony, nee. 1 Euro. Dankeschön. John der Gamer haut 1 zu 2 raus. Danke. Alter, Pascal Lissa kaut hier 15.000 weiter raus. Ja, dankeschön, Pascal. So, Connor Fuchs, es gibt hier nur einen wahren Fox, das stimmt. Officer Fox. Rautsch Wolfgang haut 1 Euro raus. So kann und der Devil nicht dahin schlafen, haut 2 Euro raus. Pass auf, da lebt der Cringe. Der Grinch lebt da. Oder der Dr. Cringe. Oder der Cringe-Tiger, das kann auch sein. So, jetzt machen wir einen Money Rain für euch, weil das wieder lachen. Liegen und ich komme gleich wieder. Ich will gleich mal was zu trinken. Ich hab auch Durst, aber wir haben. Er gönnt sich. Ja. Und ich weiß nicht, ob Jeremy Manuel. Hanna und Raffi noch da sind, aber Grüße gehen raus, gell? Real-Life-Freunde von mir. Aha. Ja. Aha. Ja. Das Hobby. Ich hab jetzt einen Red Dodge geholt, Leute. Achso, Real-Life-Freunde. Red Dodge hab ich mir gegönnt. Kenn ich auch nicht so. Aber was machst du denn mit mir im Bett? Bin ich hier gerade vergewaltigt? Er dreht sich die ganze Zeit, ich kann nicht schlafen. Achso. So, ich trinke mal einen Red Dodge. Ja, jetzt schnurrt der noch. Okay, alles okay. Warum liegt der eigentlich im Bett, der Typ? Ich hab dir gesagt, such dein eigenes Zimmer. Raus. Oh. Hey, ist schon nächster Tag? Guck mal. Jetzt haben wir geschlafen, jetzt komm mal raus hier. Wo bist du denn? Keiner hat Platz. Keiner hat Platz. Wir müssten mal ins. Wir müssten mal für mich Verbände oder so kaufen. Mir geht's nämlich nicht so gut. Der Elektroschock hat für mich nämlich ziemlich gegeben letztes Mal. Ja. Wir müssten mal vielleicht zum Ding hier hochfahren. Ja, jetzt fahren wir mal schnell zur. Wir müssen zur Apotheke, ist wichtig. Mir geht's gerade nicht so gut. Mein Char braucht nämlich mal eine Genesung. Ja. Yeah. So. Was macht denn der? Alter, fahr doch auf deiner Spur. Mein Gott, siehst du doch, dass ich raus war. So, fahren wir mal zur Apotheke rüber. Dann gehen wir einem anderen mysteriösen Wesen auf die Spur, würde ich sagen. Weil das sind im Geisterhaus, haben wir jetzt eigentlich abgehakt. Die haben da eigentlich einen Alien gefunden. Das war also kein Geist, das war ein Alien. Aber der Hund, also der Hund, sag ich schon. Ja, der, trotzdem auch unser Gebiet. Ja, ich hab gedacht, wir gehen vielleicht dem Berggeist auf die Spur oder dem einen Haus, das von Oma Ulrike hier ist. Guten Morgen, Los Angeles! Aktuell keine Verkehrsmeldungen, super. Och, scheiße! Ja, jetzt schon! Oh, ich hab einen Kasten dabei, ja. Und es passt alles. Alles okay, ich hab einen Kasten dabei. Ein Werkzeugkasten. So, los geht die Reise ab zur Apotheke. Das Ding ist langsam. Weißt du, wenn es ein bisschen schneller geht wieder. Du, wie schnell geht denn eigentlich dein Civic? Meiner? Was soll das? 160 meine. Oder so, glaube ich, Spitze oder 140. Ja, das geht eigentlich. Ja, ne.
Ich fahr mit dem hier nicht mal 130, bei 125 regelt er ab. Ja. Ah! Ja. So, das Bandagen dabei. Problem ist, die Bandagen. Warte, ich muss mal schauen, Inventar. Habe ich wirklich Bandagen? Ich habe Bandagen dabei, aber ich glaube, die funktionieren nicht. Ne? Weil ich über die Hälfte an Ding weg habe. Über die Hälfte an Leben. Oh. Ja. Ich muss schauen, ob ich welche habe. Ich habe aber sicher keine. Alter, ich habe gerade voll den Anzeigebug bei YouTube. Anscheinend habe ich nur 23 Zuschauer. Laut YouTube. Oh, ich habe gerade voll den Anzeigebug hier. Warte mal, ich muss mal YouTube restarten. Danke, YouTube, für 23 Zuschauer. Schau, wie undankbar du bist. Sorry. Hey. Nee, hey. Aber das kann doch nur ein Bug sein, oder? Ja, jetzt geht's wieder. Es sind 2900 Zuschauer. Vor allem waren es 23. Ich denk mir so, hey, was ist denn da los? Du hast 3400, aber. Ja, beste, weißt du, YouTube ist heute immer wieder richtig am rumbuggen. Man kennt's. Call of Games. Sucht ihr nicht, wie man in Black was? Sucht ihr nicht, wie Man in Black? Was sucht ihr? Ey, da ist schon wieder das Ding! Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott! Oh mein Gott! Ich schnapp's mir! Hinterher! Da ist das Ding schon wieder! Das gibt's doch nicht! Alter, warum rennt ihr? Fahr doch hinterher! Hä? Oh mein Gott, habt ihr es gesehen? Wie der springt! Oh mein Gott! Alter! Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott! Das kommt man nie hinterher! Nie! Da kommen wir never hinterher! Mit Civic schon, mit Civic schon! Der geht einfach neben der Straße, ist der wahnsinnig! Aber wir sagen der Polizei nichts, vielleicht spüren wir die nochmal auf! Nein! Nichts der Polizei sagen! Und ganz wichtig, no Russian. Ich schaue so ganz normal aus dem Fenster, der geht da einfach. YouTube ist aber echt heute buggy bei mir. Aber wer kennt's nicht, YouTube, wenn es mal nicht buggy ist. Aber dankeschön, Call of Games für 5 Euro. Sucht ihr nicht wie Man in Black? Nee, wir suchen nicht, wir fahren jetzt erstmal zur Apotheke und dann suchen wir wieder nach Geistern. Und die Man in Black waren ja da. Aber die wollten wir jetzt eigentlich vorhin suchen, falls du das meintest, aber... Ja. Wir sind einfach zu langsam mit dem Auto. Wir können so niemals die Man in Black finden. Wie auch, die sind schon längst mit dem UFO abgehoben. Die sind schon längst mit dem UFO weg. So zack, weg sind sie. Ich glaube, ich muss das Auto repairen. Kann das sein? Ich habe das Gefühl, es fährt nicht mehr schneller. Vorhin ging es 130, jetzt fährt es 93. Ich glaube, ich habe es leicht kaputt gemacht. Ja. Och, Menno. Ja. Müssen wir halt schauen, dass wir jetzt noch zur Apotheke kommen. Und dann geht's los zum wunderschönen Haus 2.0, wo wir hinfahren. Da geht's dann wieder auf Geisterjagd, Leute. Alter, aber dieses Ding einfach mal. Dieses Alien. Ja. Hä? Was gibt's denn? Wolltest du was sagen? Nix. Nee. Ach so. Ich glaube, ich sollte mal bald das Auto reparieren lassen, so wie das fährt. Ich fahre wirklich nur noch 91 mit dem Ding. Es sollte 130 fahren, mindestens. Also was, ich fahr mal schnell rechts ran und repariere schnell. Ja, so keinen Sinn. Ich hab ja extra einen Kasten dabei. Das ist das. Aua. Au, ich bin runtergefallen. So. Oh mein Gott, ich hab nicht mehr viel Tank. Du auch nicht, by the way. Ich hab alles dabei. Okay, perfekt. Ich hab extra. Aber da vorne ist ja eine Tankstelle. Wenn man. Warte mal, ich stell mal lieber den Motor ab. Ich hab's verwendet? Ich hab's noch nicht verwendet. Ich hoffe, ich komm so weit. Das ist nicht möglich. Hä, ich hab's doch verwendet. Na gut, wir haben's versucht. Ja, das Civic ist echt arg. Kannst du einsteigen? Der schallert. So, ich fahr tanken. Hey. Ich warte doch auf dich. Ja, ich dachte, du fährst schon ohne mich. Nee, noch nicht. Ich doch nicht. Arti, hi. Darf ich das Ordner-Ding bitte? Mich und wie geht's, Hundi? Darf ich das Ordner-Ding bitte? Mein Gott. Darf ich das Ordner... Warte, bitte, was, Adi? Darf ich das Ordner-Ding bitte? Mich und wie geht's, Hundi? Der Satzbau war es mal wieder komplett. Ich verstehe kein Wort. Aber was auch immer du mit Ordner meinst, Grüße gehen raus an Adri. So, Achtung. Dankeschön, mir geht's gut. Ah, Adri 08 haut raus. Geh sogar tanken, warte mal. Dann tanke ich auch noch schnell auf. Ja, muss ich. Ja, das ich geht dann nicht. Auf. Ah, okay, GD. Puh, ich dachte schon. Ich meine, das ist auch schon wieder fast leer. Der Brummer, der tut so viel Tank ziehen, das ist ja auch normal. Ja, Civic auch, ne? Das ist ja Wahnsinn. Benzinkanister voll, der tanken möchte ich auch wieder nicht. Benzinkanister habe ich doch schon. Wir tanken hier, entschuldigen Sie bitte. Ist der mit drauf gewuppelt?
Welche asoziale Person wuppelt mir da hinten drauf jetzt? Er ends mit. Parkt da einfach und geht. Ja, moin. Entschuldigen Sie. Hallo. Das ist aber wieder so typisch Frau, ne? Was soll denn der Scheiß? Parkt in mein Auto ein. Gerade mal repariert, ne? Ja. Was? Hier, da. Was? Hier. Der Feuerlöscher. Nicht, das brauchen wir noch für den Gast, oh mein Gott. Ich hab unlimitiert. Alles okay. Gut. Ich hab noch Ektoplasma. Wo sind die ja, alle? Komm, lauf, so, sind mal herkommen, ich hab noch Ektoplasma. Hab ich auch, hab ich auch. Oh, 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 shit. Leute, wir müssen gehen. Schnell weg, 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 weg. Ja, warte, ich will auch noch mal. Ich will auch noch mal hinterher. Ich hab irgendwie mein... Ja? Sonst was? Mein Voice-Chat auf rot umgestellt. Wie mach ich das? Das ist auf den Hut da neben dem Einser. Neben dem Einser, das Hütchen. Was? Zirkumflex heißt die Taste. Was? Das ist dieses... Mit dem du... Ja? Mit dem du diese Hütchen machst, die das Häuschen, das Dach, das... Diese Lachsmiley. Ach so, Alter. Die einmal, da. Genau. Ja, da kannst du umstellen. Das benutze ich halt nie. Ja, bist immer draufgekommen. Vielleicht irgendwie, keine Ahnung, durch Tab oder so. Ja, kann sein. Das kann sein. Auf so, Leute. Jetzt hab ich auf normal. Ich hab die ganze Zeit laut gehabt. Ja, dann hört man dich halt schreien überall. Ja. So voll übersteuert, so, ah! Nee, schreien ist dann halt, dass sie nicht weiter hören können. So. Leute, wir fahren jetzt. Jetzt geht's los zur Apotheke noch und dann fahren wir zu unserem nächsten Ort. Zu unserem nächsten Einsatzort mit dem fetten. Ich hab schwache Videoausgabe. So. Da, Kürtel, was machst du? Ich mach nichts, du ganz normal hochladen. Du bist schuld. Ja, bin ich dran schuld. Ich bin sicher auch an der Erderwärmung schuld. Ja, bist du. Und das, Greta. So. Ah, endlich fährt das Ding wieder richtig. Weißt du, jetzt fährt es auch wieder 130. Vorhin fuhr das Ding 95. Und ich dachte mir so, Alter, das Ding schläft ja gleich ein hier. Jetzt fährt das endlich wieder anständig. Und ich dachte mir schon, was habe ich denn gemacht? Hells Angels. Hells Angels, oh mein Gott. Mann, die sind doch nett. Solange du nichts mit denen zu tun hast, sind die doch nett zu dir. So. Der nötige Respekt muss halt da sein. Willkommen in Palito Bay, die einzige Apotheke, weit und breit. Da freue ich mich. Da werde ich mich mal aufhielen dort hinten. Da ist schon ein Traktor. Ein Traktor. So, jetzt müssen wir mal rechts aufpassen. Rechts. Oh mein Gott, du schneidest den. Na doch nicht, okay. Gibt es eigentlich einen Mähdrescher in GTA 5? Nee, oder? Oh, schöner BMW, was ist das? Eine 32? Oh mein Gott. Keine Ahnung, was das für einer war. Jetzt los, wir brauchen ein bisschen Action. Ja, ich bin ja gleich da, wir sind gleich hier. Irgendwas verursacht hier komische Sachen, gell? So einen richtigen Durchfall. Bei mir nicht. Doch, bei mir schon. Ich glaube, da ist gerade ein Hase oder eine Maus drüber gelaufen, die ist gesprungen wie ein Trottel. Also, ja. Bei mir verursacht hier nichts Durchfall. Doch, doch. Nö. Doch. Grüß Gott. Die Geisterjäger sind in der City. Perfekt. So, Bandage hilft mir. Nee, Bandage, nee, Bandage funktioniert noch nicht. Du musst ja mit F4 aufdealen. Okay. Okay, also. Boah. Schade. Das ist die Sound auf eine Spende. Sarah Rose oder Sarah Rose, danke für 90 Cent. Vielen, vielen lieben Dank. Grüße gehen raus hier an Sarah. So. Ihr könnt Xion ja unterstützen, indem ihr ein Mitglied seid. Nee, man muss auch nicht. Aber dankeschön, Knuffelhasi Girl. Vielen Dank. Aber ich sage immer, man kann kostenlos abonnieren, Glöckchen aktivieren, damit supportet ihr mich wirklich krass, Leute. Also wer noch nicht abonniert hat und das Glöckchen aktiviert hat, auf jeden Fall ein Abo dalassen. Glocke aktivieren, wer es möchte, ne, wer Benachrichtigungen haben möchte. Und auch gerne kostenlos hier ein Like da lassen. Das ist nämlich, Support ist kein Mord, sage ich immer. Und wenn ihr ein Like jetzt da lässt, würde mich auf jeden Fall freuen. Könnt ihr mal reinschreiben, wie viele Likes ihr schon wieder haben. Ihr seid ja in letzter Zeit immer so Like-aktiv bei mir. Da muss ich echt sagen, danke an meine Community. Die hauen hier an Likes raus, das ist abnormal. Und damit supportet ihr mich kostenlos, Leute. Müsst gar nichts so naden, sage ich immer. Ja, ihr könnt mich ja auch gerne abonnieren. Hier, ich habe eine Einblende. Sie hat eine Einblende. Ey, ich habe auch eine Einblende. Ich hab eine Einblende, die ist süß. Aber ja, die hab ich gemacht, ja. Es ist meine Einblende. Ich weiß. So, ich hab keine Einblende und bin trotzdem cool. Ja, du bist sowieso der Coolste von uns allen hier. Ich weiß nicht, ich wollte es jetzt nicht sagen. Ja, ich wollte es gerade auch nicht sagen, aber ich gebe es offen und ehrlich zu. Rudi ist der Coolste. Alter, schneid mich nicht! Oh mein Gott. Dir diesen Vollidioten hier vorne! Oh mein Gott, das hat er eh gesehen. Oh mein Gott, das sind die Men in Black, ich dachte Polizei. Was wollen die? Was wollen die von uns? Nein, oder? Was wollen die von uns? Oh mein Gott. Hallo? Oh mein Gott. Hä? Hallo? Ey, ist alles okay? Hä? Was ist jetzt los? Was ist denn? Bitte aus. Ja, wir steigen aus. Steigen Sie bitte aus dem Wagen aus. Was ist los?
Was ist ein Problem? Hallo? Gibt's hier ein Problem? Ja, Hilfe! Sie kommen besser her. Ach, das ist ja... Ich sag Ihnen was, die USA, die weiß ganz genau. Hören Sie mich alle zu, alle, die hier gerade sind, hier im Verkehr. Wir haben Aliens gesehen. Die nehmen uns mit deshalb. Nein. Ey, wir sagen gar nichts. Bleiben Sie hier. Spitzt du? Ich glaube, das gibt Probleme jetzt. Mein Wohnmobil! Mein Wohnmobil! Warum mein hübsches Wohnmobil? Warum ist der noch immer aus? Muss das mein Wohnmobil sein? Du, die waren gepanzert wie sonst was. Na, der eine war tot. Ja, der eine war tot. Ja, klar. Na, aber der eine hat sich wieder geheilt. Ich schwöre. Ja, dürfen sie. Der war down. Es sind ja die Men in Black, die können alles, Maus. Die können alles, muss aufpassen. Hilfe. Leute, wir werden gerade von den Men in Black entführt anscheinend. Von der Spezialeinheit. Wir wissen zu viel. Wir wissen einfach zu viel. Mitgenommen. Oh mein Gott. Sind die hier wegen unserem Wissen hinter uns her oder was, ja, denkst du? Ja, sicher. Alter, wo bist denn du jetzt? Bist du weggefahren? Also du musst uns rausholen. Du musst uns rausholen. Nein, die entführen uns. Ich bin... Nein, sie haben mich auch. Ach so. Ach, da bist ja du. Kann der mich bitte wiederbeleben? Entschuldigung? Er steht nur so da und schaut mich an. Ah, jetzt hin. Leute, wir werden gerade mitgenommen. Wir wissen zu viel. Das ging jetzt aber schnell. Alter, wie das aussieht, wie du da wegrennst. Oh mein Gott, die wollen das vertuschen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Shit. Pass auf, du wirst trotzdem festgenommen. Oh. Ah, ich liebe es, unsichtbares Red Dodge zu trinken. So, jetzt wirst du festgenommen, super gemacht. Jetzt kriegen wir eine doppelte Strafanzeige. Nein, ich krieg eine. Ja, sag ich doch, du. Aber wir sind jetzt alle hier drin in dem Scheiß. Ja, das ist alles von unserer Firma. Hallo, da wird die Firma rangezogen. Ja, wir sind jetzt komplett im Arsch, kann man sagen. Die Geister GmbH. Die GGB GmbH. Das ist die Sound-Office. Hallo? Das Plasma-Ding macht ja eigentlich theoretisch. Was machen sie jetzt mit uns? Für die andere. Die macht nur so einen kleinen. Der redet nicht mit uns. Nur die reden nicht mit uns. Ja, es sind meine Black, die reden nicht mit uns. Ich glaub's. Es geht so schnell. Ja. Kollegen, bleiben Sie still, bitte. Oh mein Gott. Ich hab Angst, ich mag nach Hause. Ich will nach Hause. Oh. Ich bin festgenommen, deshalb. Ja klar, kenne ich euch. Grüße. Sweet. Oh, Dankeschön an Monsterwelt Underground. Das passt heute perfekt. Danke für 4 Euro Donation insgesamt. Und Flori Vlog. Moin du Wuppel, Putti willst du Akuti? Du Putti willst du Akuti? Was ist Akuti? Keine Ahnung, der Flori Vlog fragt. Ja, wir haben zu viel gesehen. Hat er. Ihr hört's gar nicht zu? Ja, ich höre ja nichts, der soll lauter reden. Ich höre den bis hierhin nicht. Der flüstert gerade mit dir. Deshalb. Hallo? Hallo? Sir, Sie... Men in Speck. Hören Sie mich? Seien Sie still. Man in Speck. Ist das FBI oder was ist das jetzt? Da steht FBI drauf. Richtige Agents sind das, Leute. Wir werden hier von richtigen FBI-Agents festgehalten. Ach, Kacke. Wer haut denn raus hier? Das ist der Sound auf ich Knochen trocken, BLP, danke für 10 Euro. Freue mich, dass du endlich wieder GTA 5 online zockst. Dankeschön. Vielen Dank für 10 Euro. Und Lobby Admin, moin Xion 107, Dankeschön. Hauen wir jetzt mal einen kleinen, aber feinen Money Rain raus. Oh, warte mal, jetzt werden wir mitgenommen. Hilfe! Sag dem Kollegen, der soll ihn stillschalten. Ich will nach Hause, ich hab nichts gemacht. Was haben die gemacht? Reden sie nicht mit mir oder was ist hier los? Sie haben zu viel gesehen. Was habe ich zu viel gesehen? Ich hab doch nichts zu viel gesehen, das ist doch alles. Ist doch alles Paletti. Es war doch nur ein Typ im Kostüm, oder? Da war doch alles. Es war doch nur Kostüm. Sag mal, wie konnten sie hier raus? Ich sehe ja drin ja gar nichts. Was ist hier hinten
los? What the? Sir? Wo bringen Sie uns jetzt überhaupt hin? Das ist der Sound der Spinde. Hallo? Wo bringen Sie uns hin? Hallo? Wir beantworten keine Fragen. Hallihallo! Oh mein Gott, wir liegen kopfüber auf der Straße, Hilf! Ich hab's gesehen. Ich hab's gesehen. Der Devil hat gesagt, für 10 Euro, du bist einfach der Beste. Vielen Dank, der Devil. Und Monster Welt Underground, danke für den Euro. Vielen Dank, Leute, für unseren freshen Support. Support ist ja kein Mord. Also ich frag mich jetzt echt, wo die uns hinbringen, ne? Ich hab schon so Schiss. Ich mich auch. Hast du auch so einen ekligen Duftbaum im Auto? Nein, ich Gott sei Dank nicht. Ich kann nichts machen. Ich glaub, das ist ein New Car oder so. Der Philipp prügelt auch raus. Ehrenmann. Ja, weißt du, jetzt, wo wir festgenommen werden, rügeln also, sie alle raus. Philipp und Gina, danke für 1 Euro und 1,07 Euro. Grüße und Herzchen. Oh, Sarah Rose sagt nochmal, ich feiere dich extrem, bist der Beste. Dankeschön. Jetzt 2,29 und die lieben Wörtchen. Es passiert irgendwie nichts. Ja, du, wir werden... Ja, dann sollten die dir mal einen Krankenwagen holen da hinten. Ah, jetzt. Ich glaube, die bringen uns in die Area 51, kann das sein? Wenn er jetzt hier links abbiegt, ja sicher. Die bringen uns auf die Airbase. Leute, wir gehen jetzt in die Area 51, wir wissen zu viel. Weißt du, wir sind eigentlich Geisterjäger und wir haben Alien gesehen. Und deshalb müssen wir jetzt auf die Area 51, wie schlimm ist das denn? Alter, der rasselt hier einfach durch, ne? Ist scheißegal. Der FBI-Agent. Der Wagen ist so komisch, den er fährt. Der hebt voll schnell ab, Alter. Wir haben 15 Objekte, 13, 24 und 43 eingetroffen. Wir warten auf den Kollegen. Der okay. Hebt voll schnell ab. Ja, ich glaube, der hat das Handling nicht drin. Deshalb. Oh mein Gott. Ich habe viel zu sagen. Ich bin Geisterjäger, wissen Sie? Ich habe auch eine Geisterjäger-Lizenz damals im Kinder-Mädchen-Club gemacht. Und seitdem her bin ich Geisterjäger vom Hauptberuf. Das zweite Mal jetzt umkippt. So blöd. Ja, er kippt die ganze Zeit urschnell und jetzt sind wir schon wieder kopfüber. Und er ist ja alles nur ein Scheißraum. Wenn Sie wollen, können Sie eine mitkommen. Ausbildung bei uns machen. Mitkommen? Wo? Hier. So, was soll ich jetzt hier? Wenn Sie nicht da stehen bleiben, werden Sie erschossen. Ich will nicht erschossen werden. was machen Sie mit meinem Freund? Was machen Sie denn mit meinem Freund? Ich bleib doch hier. Ist ja Schule oder was? Warum bin ich hier in der Schule? Oh Gott. Oh, hallo. Oh mein Gott. Ja, komm her, da bist schon richtig hier drin. Inkompetenz. Oh mein Gott. Chaos pur, Alter. Sir, ich glaube... Auto klaut. Ich glaube, sie haben... Ihr seid invisible. Ich glaube, sie haben meinen Freund Meier gemacht. Er schießt ihn, wenn er wegläuft. Er schießt ihn. Der läuft nicht weg, das ist ein ganz lieber, ganz ein braver, der beißt doch nicht. Dann soll er hier bleiben, sonst ist sein Leben bald vorbei. Putti. Komm her, da, komm. Oh, der schießt uns sonst, der Mann. Der schießt uns sonst, der Mann. Alles unsichtbar für mich in diesem Raum. Guck mal, der stinkende Mann. Schaut, wird erschossen. Schau mal, der stinkende Mann da vorne. Wenn ich nach vorne schaut, wird erschossen. Was? Oh mein Gott. Sie stinken. Entschuldigung. Ja, um was geht's jetzt? Sie haben nichts gesehen. Sie waren an den Abend. Entschuldigen Sie, ich höre Sie nicht, mein Telefon klingelt gerade. Das klingelt sehr laut. So, jetzt höre ich Sie wieder, ja? Danke, Lobby Admin für 3 Euro. Warten Sie mal ganz kurz, ich höre gerade Stimmen. Sie haben nichts gesehen. Bitte mach dein Handy mal leiser. Warten Sie mal. An dem Abend waren Sie normal unterwegs, um einen ganz normalen Campingausflug zu machen. Ja, ich war ganz normal unterwegs, um Campingausflug zu machen, natürlich. Guck in das Blitzding. So. Oh mein Gott. Ja, Kollege, die haben beide reingeschaut. Aua. Ja, dann sind wir hier fertig mit dem Seminar zur Selbstverteidigung. Ich bedanke mich, dass Sie daran teilgenommen haben. Selbstverteidigung. Also Sie haben ja gelernt, wie man sich selbst entfesselt etc. Wir werden jetzt die Handschuhe abnehmen. Danke für Ihre Teilnahme. Ihr Wagen wurde ja leider bei dem Verkehrsunfall, den Sie vorhin hatten, ein bisschen beschädigt. Deswegen müssen Sie sich ein Taxi nehmen. Ach so, ja, aber cool. Aber ansonsten, ja. Können Sie mir die Fesseln abnehmen? Wenn Sie mir bitte folgen, ja, Sie wir die Fesseln zum Ausgang. Sie folgen Sie erstmal den Kollegen, wir werden da draußen Ihnen die Fessel abnehmen. Das haben Sie super gemacht. Ja, heute. Ja. Das ist wenn Sie wollen, stehen. Kann ich Ihnen noch eine bleiben Sie da noch Broschüre stehen. Bleiben Sie da stehen. Warten Sie. Beep, beide stehen beep. Wenn Sie wollen, können Sie noch eine Broschüre haben. Möchten Sie eine? Welche Broschüre? Irgendwie sehe ich eine Broschüre. So, da können die beiden Herrschaften raus. Der Kollege hallo, ich habe doch immer Handschellen an. Und dann
Ja, ich werde ihn wegmachen. Selber rein. Ja, jetzt, da, danke. Haben Sie jetzt oder Sie müssen mir die wegmachen, bitte? Wenn Sie uns bitte folgen würden, Frau. So, die Dame kommt auch noch hier rein. Ja, wir zeigen Ihnen noch. Bitte, ich bin noch hier. Kommen Sie mit? Bitte, Entschuldigung. Dann zeigen wir Ihnen, wie Sie sich das entfesseln. Ist das unser Auto, das rote? Gehört das uns? Ich glaube, das ist unseres, ja. Ja, das rote Auto ist ein Geschenk der Regierung. Ich bin aber noch gefesselt. Gehen? Von der Selbstverteidigung. Jetzt haben die uns geblitzt. Augenblick. Ich hoffe, Sie haben den Tag der offenen Tür bei der Air Force Base genossen. Ja, es war wirklich sehr cool. Also, wir haben so viele neue Sachen gelernt. Cool. Aber warum haben wir so komische Sachen an? Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Alle an. Das ist normal. Was steht denn da oben? Hä? Also müssen wir nicht hier noch auf das Mädchen warten? Hört die zu uns? Ich glaube, ja. Ja, warten wir doch einfach mal. Also so ein Mädchen ist das. Fahren Sie keine Behördenfahrzeuge an. Hä, hab ich nicht. Ich hab noch richtig abgebremst, ja? Das war kurz davor. Was machen Sie denn? Haben wir überhaupt einen Führerschein? Was? Ich hab einen Führerschein, natürlich. Okay. Oh. Ich glaube, der Soldat ist ends mit auf uns. Wir müssen jetzt warten hier. Bis Schandl rauskommt. Knochentrocken BLP ist VIP geworden. Dankeschön. Der Basti Gaming Sion. Bist der Beste. Grüß bitte die 107 Familie. Mach ich der Basti Gaming. Dankeschön für 2 Euro. Oh, Ehre. Da wies man der Ehrenmann. Fetzt auch 1 Euro aus. Ehre. Knuffelhasi Girl haut 4 Euro aus. Hör auf den besten YouTuber und hört auf den besten YouTuber und drückt den großen rote Knopf und auf die Weihnachtsglocke. Dankeschön. Und Knochentrocken wie PLP hat nochmal 20 Euro vorhin donatet, wenn das nicht hier drin war. Da ging ja voll die Posten ab. Dankeschön. Hier ist die große Spende von mir. Dankeschön, Knochentrocken BLP. Beste Grüße gehen raus hier. Da können wir gleich mal wieder Money Rain rausdroppen eigentlich. Der Devil haut mal 2 Euro aus. Es kann sein, dass du geblitzt-dingst wirst. Ja, ist mir gerade passiert vorhin. Wir wissen jetzt nicht mehr, was passiert ist. Wir wissen nur, dass wir ein Auto hatten. Komisch, dass wir so Ghost-Sachen anhaben. Echt witzig. Nee, wir sind schon noch Ghost. Aber das, was vorhin passiert ist mit den Aliens, wissen wir nicht mehr. Also, welche Aliens, ne? Oh mein Gott. Alter, was ist mit dem Ding los? Warum ist das Ding so... Ach, deshalb, was so schnell ist. Ach stimmt, ich habe das Handling damals umgestellt. So. Flori Vlog trinkt gerade Red Dorsch. Cheat Fox auch am Stissel. Ja, der ist immer da. So. Sarah Rose, ich feiere dich extrem, bist der Beste. Dankeschön. Das habe ich, glaube ich, vorgelesen, gell? Und der Devil hat 10 Euro donated, du bist einfach der Beste. Dankeschön. Das habe ich, glaube ich, alles vorgelesen, jawohl. Der Bra zockt. 6, danke für 1 Euro. Der Bra zockt. Der Bra, lelele. So, wir müssen unser. Wir müssen wieder irgendwo. Sollen wir wieder so einen Van holen oder wie sollen wir jetzt eigentlich auf Geisterjagd? Wir könnten auch einen kleineren Van fahren. Wenn ihr das ja, wollt. Bitte. Ja, aber dann müssen wir, dann müssen wir aber zurückfahren hier. Dann fahren wir nochmal alles zurück zum Autohändler. So. Müssen wir zum Autohändler runterfahren. So. Ah, warte mal, ist hier nicht irgendwo... Ach, hinten ist eine Garage, warte mal. Ich kann sonst schauen, ob ich in der Garage was habe. Ja, dann schauen wir schnell. Weil mit dem Auto fahre ich jetzt nicht 10 Kilometer. Tatsächlich 8,7 Kilometer. fast 10 Kilometer. So. Und dann fahren wir hier längs, genau. Dann holen wir uns mal schnell ein Auto und schauen wir mal, ob wir was hier haben zum Geisterjagen. Ich meine, der fette Bus vorhin war ja auch geil, aber der war für die Geisterjagd vielleicht nicht ganz so lecker. Ich habe leider nichts. Da müssen wir leider jetzt runterfahren. Schauen wir alle ein in den aufgemotzten Beamer. Der hat keine Reifen bei mir. Ja, die laden bei dir sicher noch. Musst du warten. Oh, warte mal, muss ich auch machen. Sorry, nicht ziehen am... Sorry. Gesagt, nicht ziehen am Auto. Was macht er? Er zieht's dran. Jetzt steig schon ein, wenn es immerhin jetzt offen ist. Geht's jetzt noch immer nicht? Geht nicht. Dann nö. Jetzt probier. Das Auto bitte. Hat keine Reifen. Ah, jetzt. Okay. So. Sorry, ich hab vergessen, wie man einsteigt. Yeah. Ja, siehst du. Klappt doch. Ja, ich hatte vergessen, wie man einsteigt. Ja, man kennt's. Ja, schwer. Ist echt schwer manchmal, ne? Ja, wir hatten gerade eine Betäubung, oder wie das heißt. Hallo? Das war keine Betäubung. Wir hatten den Blitz gesehen und danach. Bei Ende im Gelände. Ja, oh mein Gott. Man merkt schon, dass wir BMW-Fans sind, ne? Weil sehr viele Autos am Server BMW sind. So gefühlt. Ja. So gefühlt 50% der Autos nur BMW, die hier rumfahren.
So. BMW ist so geil. Ne BMW. Jetzt fährt auch. Ey, 39 am 5 gefällt mir auch. Ja. Ja, der geht richtig ab. Der fährt jetzt auch endlich mal über 200, jetzt wo wir das Handy geändert haben. Der fährt jetzt gerade über 230. Ja, ganz schön schnell für so ein Auto. So. Julio. Jo, Schandlio. Yeah. Nicht wundern, ich weiß, dass ich wenig im Tank hab, Leute. Falls ihr gerade schreibt, ich hab wenig im Tank, ich hab einen Benzinkanister dabei, da kann ich mal nachfüllen. Das heißt, wenn der Wagen mal leer wird, ne, kann ich einfach nachfüllen im Tank. Wir holen uns jetzt ein neues Geistermobil. Du wirst wahrscheinlich jeden Van oder sowas. Dann fahren wir zur letzten Geisterstund, kann man so sagen. Also zur nächsten Geisterstund. Wir müssen echt schauen, ob der Geist da oben auf dem Berg noch existiert. Das ich weiß ich gar nicht. Ich anfangen zu singen, Ghostbusters. Sing doch. Darf ich ja nicht. Darüber? Ja, sicher sing. Wollt ihr jetzt auch, dass Schandl singt? Nee, wenn du selber singst, also darfst du kurz mal singen hier. Sing mal ein bisschen. Nein. Schau, schämt. Ist weg, Schamik. Ist ja erst weg, Schamik. Ja. Oh. Ja. So, ja, Leute. Ich verstehe nichts, du bist abgehakt. Who you gonna call? Those Bastards! Yeah. Das sind wir. Ich hab Those Bastards gesagt, also die Bastards. Those Bastards. Was? Those Buddies. Those Buddies? Man kommt wieder Baby Booty. Ich hab einen Blinker gesetzt und bin nicht abgefahren. Ich hab genau das Gegenteil von einem BMW-Fahrer gemacht. Eigentlich blinkt man nicht und fährt rein und, da, und ich hab das Gegenteil gemacht, aber. Weiß ich, ich hab geblinkt und bin nicht reingefahren. Das Gegenteil vom BMW-Fahrer. Jetzt haben wir's. Theoretisch dürfte der gar nicht funktionieren, der Blinker an dem Auto. Nein, ich sing jetzt nicht. Kennst du das Meme von dem BMW-Fahrer mit dem BMW, der keine Blinker verbaut hat? Endlich hat der, weißt du, bei der neuen Autos, endlich hat BMW mal einen Blinker verbaut. Ja, ich feier das. Aber ich kann es bei mir nicht sagen, ich fahr BMW und ich blink jedes Mal. Ich bin eine der meistblinkendsten Personen im Verkehr, kann man sagen. Oh ne, jetzt ist fast... Na gut, bis dahin schaffen wir das noch. Ich hab nämlich keinen Tank mehr. Aber ich hab eh noch was dabei, ne? So schlimm ist das nicht. So, dann schauen wir mal. Auf zum Service. So, Jungs und Mädels, wir sind da. Wir holen uns unser neues Ghostmobil. Aber bitte einen Dreisitzer. Ja, sicher, diesmal schon. Wenn nicht, dann wuppel ich hinten nach. Ja, wenn, dann sicher. Dann schauen wir mal unter Vans. Okay, das wäre schon mal so ein Ghostmobil. So, schauen wir mal. Das wäre sogar auch relativ okay. Oh, danke. Weil das sieht doch... Das sieht aus wie dieser eine T5 von It's Marvin. So ein bisschen. Wollen wir auch nicht schön. Den er, glaube ich, verkauft hat. Hat It's Marvin jetzt diesen T5 da verkauft? Oder war es ein T5? Ja, sicher war es ein T5. Ja, sicher war es ein T5. Ja, der hat ja so ähnlich ausgesehen wie der hier gerade. Da erinnere mich gerade voll daran. Hey, wie kann ich da rauszoomen? Gar nicht. Das ist ja voll blöd. Ich schaue gerade, dass wir ein Auto finden, was für uns alle passt. Aber so viel Auswahl gibt es nicht. Ich habe da einen gefunden, aber ich weiß nicht, ob das etwas too much aufgelegt ist. Ich meine, ich kann den schon kaufen. Aber ich glaube, das ist ein bisschen zu aufgelegt. Schneller. Ach komm, wir machen das einfach. Ich mach das jetzt. Wir kaufen den. Seid ihr ready? Ja. Geil, geil. Das ist so eine Geisterschüssel. Hast du hinten Platz? Ja, jawohl. Ja, ja. Ghostbusters. Jetzt müssen wir nur noch eine andere Lackierung machen. Wir machen eine weiß-rote Lackierung, wenn es okay ist. Ja, ja. Und wir machen es noch ein bisschen auf den Wagen, ganz wichtig. Ja, den T5 ist verkauft. Ja. Ich fand den Wagen cool, den T5. Ghostbusters. Ich kann nicht anders. Was hat er jetzt? Hat er jetzt wirklich den, die G-Klasse? Ich weiß noch, damals hat er mich nach einer G-Klasse gesucht und hat gesagt, er hat da keine gescheite gefunden für einen vernünftigen Preis, was ich irgendwie verstehen kann. Ja, weil die alle durchgerostet waren, die alten G-Klassen. Du musst echt mal wieder vorbeischauen. Ja, ich fahre hier rein in die Tuning-Garage. Du musst den richtig schich herrichten, Alter. Was muss ich herrichten? Schich. Muss schich herrichten. Oh mein Gott. Hässliche Ghostbusters-Farbe, weißt du so? Ich will ein weiß Ding machen, schau mal so. Nee, nicht wir weiß. Sind die Monsterjäger von D-Max. Ja, weiß wer. Passt nicht. Ich will ihn aber weiß machen. Oder wir machen ihn wirklich Monsterjäger. Dann könnten wir ihn wirklich schwarz und Ding machen. Grün.
Grün, ja. Kennt sie die Monsterjäger von D-Max, Alter? Ich weiß nicht. Ah! Alter, die musst du dann anschauen, so später. Ist da kein Giftgrün? Ja! Okay. Ich kann es auch Metallic probieren. Achso, ja, okay. Mhm. Nein, ich sehe so. Ja, komm, nimm mal. Na, optimal. Optimal! So. Ehre, der Philipp Blöns haut nochmal 5 Euro raus. Oh, das ist Mutti, geil. Die Gummibärenbande hüpfen dort, hier und überall. So geil, Alter. So unser neues Geistermobil. Sollen wir hinten die Stoßstange schwarz lassen, oder? Ja, komm, lass mal die Ehre. Schwarz. Ehre, Herzchen. So, Doppelrohrauspuff hinten. Grill können wir hier so machen. Den Standardgrill, den tun wir weg. Das ist wirklich bestes Lied. Gummibärenbande, immer geschaut, immer. Ja, ist ja auch ehrenhaft, dass das, die Sendung, die war geil. Ja, es ist so. Nein, es ist so. Es ist einfach so. Es ist einfach so. Jetzt haben wir noch geile Felgen drauf. Und dann haben wir unser neues Geistermobil, Leute. Ganz tief, meinst du, fürs Gebirge, oder was? Na klar, warum nicht? So. Denke ich mir auch gerade so, hä? Da wollt ihr ihn hochgelegt haben. Schaut alles gut aus. So, Black macht man und dann. Livery hatte eh keine andere und dann sind wir fast alle mal Plates. So, die machen wir schwarz. Perfekt, wir sind fertig, Leute. Schaut so das geil neue aus. Geistermobil ist da. Juhu! Jawohl! Juhu! Alter, das sieht aber echt geil aus. Und auch der Sound. Schaut so arg aus, wenn man hinten sitzt. So, jetzt gehen wir auf Geisterjagd. Aber wir machen noch ein Blaulicht rein. Komm, das machen wir jetzt. Ist das jetzt nicht Geisterjäger? Das ist jetzt die von Atemon. Ja, das war jetzt Indiana Jones. Achso. So, wir machen jetzt ein Blaulicht drauf, okay? Seid ihr alle bereit? Ja, mach doch! Ja, warte, wir hauen das jetzt drauf. Wir müssen zur Polizeistation und jetzt. Oh, ich dachte schon, wir werden angehalten. Ehre. Der Elo TV kennt die Monsterjäger von D-Max. Er macht sich immer in die Hose. Es ist so, Leute, das müsst ihr euch anschauen. Christoph. Das ist so lustig. So, Leute, jetzt machen wir das da hier dran. Ich würde auch so denken: Hä, was macht der? So, jetzt machen wir. Wie ist man der Ehre, Mann? Fetzt nochmal 1 Euro raus. Herzchen. Herzchen gehen raus, Ehre. Versperrt er uns jetzt? Oh nein, der Fox. Oh nein. Ich sehe nix. Oh nein, er kommt. Oh nein! Er hat die Waffe draußen. Was machen Sie in unserem Gebiet, Sir? Wir dürfen wir parken. Ich bin nur hier zum Parken. Dürfen wir nicht parken? Sie sind nicht jetzt parken. Dann fahren wir jetzt zurück. Leute, wir müssen woanders das Blaulicht ranbauen. Der verscheucht uns hier. Der verscheucht uns von hier. Wir müssen woanders Blaulicht einbauen. Ich weiß auch schon wo. Dankeschön an. Jetzt muss ich mal gucken. Der Basti Gaming. Die folgen uns jetzt. Hallo. Sorry. Was will jetzt von uns? Ich hab doch nichts gemacht. Sir, ich hab doch nichts gemacht. Du warst in der Polizeistation, in einem Parkplatz. Ich war in der Garage drin. Hallo, was wollen Sie von uns? Was haben Sie bei uns gemacht, Sir? Ich war nur in der Garage, ich wollte nur schauen. Ich wollte nur spicken. Sie waren nur in der Garage. Ja. Mhm. Ich hab. Sie können mir glauben. Kollege, ich hab nichts gemacht. Kollege, guck mal den Wagen unten nicht durch. Wir haben in unsere Garage, in der er reingefahren ist, so eine ganze Kiste voll mit Blaulichtern. Kann gut sein, dass er sich da welche geschnappt hat. Nö, hab ich guck nicht. Mal bitte an den Scheiben, hab ich ehrlich nicht. Da können Sie. Gucken Sie ins Auto rein, bitteschön. Gucken Sie ins Auto rein. Ich hab nichts gemacht, ich schwöre Ihnen auf Gott. Auf Gott sein. Ist offen. Warte mal, ich mach ihn auf. So, warten Sie. Ist offen. Gucken Sie rein, ich hab nichts gemacht. Gar nichts gemacht. Ich hab mich nur eingeparkt, ich schwöre. Na gut, er hat recht. Ja. Ich wusste nicht, dass man da nicht stehen darf, Sir. Hätte ich das gewusst, dann wäre ich da gar nicht gestanden. Bei Polizisten aufgehen. Entschuldigung. Ich muss jetzt mit meinen behinderten Kindern Ghostbusters den Film angucken. Dann dürfen wir weiterfahren? Hallo? Ja. Danke. Ghostbusters! Ich hab dem gerade gesehen, muss man meinen behinderten Kindern jetzt den Film Ghostbusters anschauen. Tut mir leid. Beste Ausrede, EU West. Bin echt ein Arsch.
So, jetzt wollen wir mal gucken hier. Der Basti Gaming Xion, bist der Beste, grüß bitte die einzige. Das habe ich hier vorgelesen, genau. Der Brazock habe ich vorgelesen, Flori Vlog, beste Hund EU West, Ghostbusters sind unterwegs, so ist es. Die Fake Ghostbusters. So, dann machen wir aber hier das Blaulicht dran, wenn er so kacke ist. Hier müsste es dann eigentlich auch gehen. So, und Freeze Terminator. Nicht Terminator, sondern Terminator. Mit E. Machst du, XX, danke fürs VIP werden. Ja, ich schaue, dass ich hier mein Blaulicht drauf hier. Ach, das ist halt kacke, dass das Menü hier mit aufgeht. Warte mal, mein Job muss ich schnell setzen. Set, Job. Welche ID habe ich? Kannst du mal schnell schauen? 7. Was ist nochmal arbeitslos für einen Job? I don't know. Scheibe. Was ist das nochmal auf Englisch arbeitslos? Unemployed. Ja. Ich hoffe, ich habe es richtig geschrieben. Wenn nicht, dann tut es mir leid, Leute. Unemployed. Ja, ich habe es richtig geschrieben. 100 Punkte für Hurdle. So. Die Schnur rein. Ja. Wahul. Also wie mache ich das so? Warte, Page Up. Achso, Page Up mache ich so. Ah, jetzt habe ich es so. Machen wir jetzt so ein Blaulicht dran. Ja, machen wir jetzt eine Tabelle. Ja, da oben hin passt, oder? Ganz oben. Na, da ganz da oben hat schon passt. Ja, ich sehe es so schwer, weil das so dunkel ist. Machen wir das mittig? Ja, komm, wir machen das mittig rein. Wir haben nämlich ein neues Script drin, in dem man Blaulicht reinhauen kann, Leute. Ja, dann Ghostbusters. So, mit... zu safe, so. Guck mal, ist das geil! Oh, voll süß! Ja, ist richtig geil. So, sollen wir noch was reintun? Das schaut richtig aus wie so Ghostbusters. Ja, sag ich doch, das habe ich auch drauf gemacht. Sollen wir noch was reintun? Irgendwas? Warte, ich schau nochmal. Vielleicht ein Blue Stick Light, das könnten wir machen. Ja. Wenn ich sehen würde, wo es ist. Ich sehe es nicht. Ich auch nicht. Ah, jetzt sehe ich es. Ghostbusters. Also das Auto ist so schwarz, da siehst du fast nichts. Aha. Ach, das ist für hinten. Dog died. Warte mal, machen wir das hier für hinten rein. Deshalb, das ist für hinten. Das könnten wir in den Spoiler hinten reinbauen, das wär's doch. Weihnachtsbaum. Weihnachtsmann. Ich hab dir einen langen Brief geschrieben, dass ich das alle Putti lieben. Und ich hoffe, du liebst auch mich. Ich gern ein Fahrrad möchte. Mehr weiß ich noch. Und den anderen Dass ich Dexel so gern ein Fahrrad. Guck mal, wie geil! Jetzt haben wir ein richtiges Ghostmobil. Okay, perfekt, Leute. Ich weiß nicht mehr. Schon lange nicht mehr gesungen. Ist das nicht geil, Leute? Schau. Wir haben sogar Sirene. Oh nein. Ghostbusters! Oh nein, da hinten ist ein Bulle! Er fährt uns nach! Das kann ja gar nicht sein, wir machen ja gar nichts. Ghostbusters! Jetzt sind wir wirklich die offiziellen. Mit Blaulicht. Ghostbusters! Nein, ich seh's so! Nein, sie seh's so! So. Mhm. Ey, das sieht so geil aus. Guck dir das an. Wir sind die Real Ghostbusters, Alter. Ich finde, das hintere Licht zerstört es irgendwie, aber ja. Ich finde, das macht's besser. Nein. Ich finde es cool so. Nein. Okay, dann halt nicht. Nein, ich finde, das passt voll. Nein. Aufpassen, hier kommen die Ghostbusters. Aber die neue Version, die bessere Version. Jetzt fahren wir zu dem Spukhaus. Ja, es macht echt Spaß. Oh. Da kann ich eigentlich hier Kofferraum öffnen? Haben wir da einen Kofferraum? Nee. Türen. Ja, dann haust du Butti aus. Pass auf, Alter. Butti, willst du aussteigen? Ich hab mir zugemacht. Ah, geil. Ah, wie geil war das gerade. So, Leute, die Ghostbusters kommen. Mit dem selbst eingebauten Blaulicht.
Ey, das Skript ist aber echt geil, wo du ein Blaulicht einfach auf so ein normales Auto draufsetzt. Oh, oh nein, oh nein. Warum Jungs, wir haben Einsatz. Jungs. Ghostbusters. Jetzt ein Kanon. In the neighborhood. Ghostbusters. There's something strange in your neighborhood. Who you gonna call? Ghostbusters. Ghostbusters! Ich hab Hust. Ich glaube, da vorne müssen wir rechts abbiegen, glaube ich, hier. Oh mein Gott. Ja, jetzt ist es spät. Bitte Abstand! Hier kommen die Ghostbusters! Abstand halten, ja, Jungs? Hier kommen die echten Jungs! Hier kommen die echten Jungs. Ella sieht so geil aus mit dem Blaulichter. Mit der Rundumleuchte, das hat so viel Style. So. Packen wir uns Sascha irgendwo ein. Ist das das Geisterhaus? Ja. So, Jungs! Jungs, wir sind da! So, Abstand! Jungs, alle Abstand! Abstand, alle Abstand, Achtung, Jungs! Oh mein Gott! Jungs, alle Abstand halten! Oida! Jetzt nervt es mich. Nervt es mich nicht. Jungs, Abstand halten! Aufpassen, hier ist Ektoplasma! Hier ist Ektoplasma! Benzinkart ist da weg! Hier ist Ektoplasma, passen Sie auf, wo Sie hinrennen! Alles voll mit Ektoplasma! Ah! Ektoplasma! Was soll denn das? Ah, ich mache immer die andere Scheiße. Ah, hier ist alles voll mit Ektoplasma, wo nehmen Sie uns mit? Was soll denn das? Das ist ein Einsatzgebiet! Pass auf, der Verrückte hat ja alles mit hier. Das ist au! Oh shit! Oh shit! Danke, Maus. Echt lieb von dir. Ich wollte nicht. Weg mit dem Baseballschläger! Weg mit dem Baseballschläger! Ich wollte ihn weg nicht. Mit Schläger. Sie weg mit dem Geisterjagd aus, Leute. Sie weg mit dem Schläger! Weg mit dem Schläger! Weg mit dem Schläger! Ich will das nicht! Ja, jetzt kommen wieder die Man in Black. Warum? Wir haben kein Alien gesehen. Ihr könnt ich hoffe, es ist ein Stolz. Was soll das? Was mit dem. Nö. Und der andere, hat er niedergeschlagen. Ja. Ja, das war ich unabsichtlich, sorry. Einer ist schon im Fahrzeug. Ja, ja. Ja. Ich hab grad K.U. ein drüber bekommen. Ja, so, sie haben mich schon festgenommen, passt doch schon. Ja, mich doch schon. Alles okay. Ah, was so ein cooles Auto, jetzt ist es wieder weg. Och mein Gott, wir haben so hart dafür gearbeitet, dass wir heute hier hinfahren können. Jetzt werden wir ohne Grund hier festgenommen. Alter. Was soll denn das? Wir haben so hart dafür jetzt gearbeitet hier. Grund findet man schon. Ja, wir haben keinen. Sie haben keinen Grund. Wir hatten einen Einsatz. Sie sehen doch hier ein Blaulicht, wir haben eine Einsatzfahrt, Mann, ja, der blöde Schnäppchen muss ich jetzt humpeln. Wir haben eine Einsatzfahrt, ja? Da sehen Sie doch, wir haben Blaulicht am Auto. Einsatzfahrt heißt das. Ja, Sie sind aber kein Einsatzfahrzeug. Ja, sicher, oder? Wir sind die Geisterjäger. Wir sind die Ghostbusters. Wir dürfen Blaulicht verwenden. Ah ja, und welcher staatlichen Behörde sind Sie? Ja, von den Ghostbusters sind wir. Die Geisterjäger. Ah, ja. Ja, das sind wir schon. Charger ist belegt. Am besten gehen wir hinten untersuchen. Belegt wie ein gutes altes Sandwich. Jetzt muss der Arm hier alles rüberhumpeln. Jetzt bin ich festgenommen. Wir wollten doch nur Geister jagen. Kollege, liegt das Nagelband auf der Brücke noch oder hast du es schon weggetan? Och, Nagelband. Ist weg. Ist schon weg, alles klar. Netter Junge. Bessert Ramani, danke für 2 Euro. Bist der beste YouTuber, dankeschön. Bessert Ramani. Und Lukas AD haut 1 Euro raus. Dankeschön, Lukas. Beste Uber-Fahrzeug weit und breit. Hä, was bitte?
Hotel Silja. Was wollen Sie von mir? Das beste Uber-Fahrzeug war bereit. Ach so, ja, das glaube ich Ihnen gerne. Aufschlag, das ist das Blaue, ich da. Sag mal, warum werden wir jetzt eigentlich festgenommen? Nur wegen unserem Einsatzfahrzeug? Dass wir beide way lizenziert haben? Weil wir die Ghostbusters also sind? Die eine Frau, die da dabei war, die hat mit einem Baseballschläger von Polizisten. Ja, aber dafür kann ich ja nichts. Dafür kann ich wohl nur relativ wenig, oh ja, oder? Wer kann was dafür? Schauen alle drei gleich aus, das müssen wir jetzt abklären. Na, das ist ja super. Ich glaube, da ist irgendeine terroristische Vereinigung oder sowas dahinter. Das glaube ich eher nicht, wir sind schon seit Jahren zusammen. Also ein Geständnis haben wir schon mal. Polizei macht alles kaputt, naja. Das Problem ist, wir sind mit Blaulicht gefahren und wir dürfen das ja eigentlich gar nicht. Und deshalb würden wir als angehalten, weil wir Blaulicht an unser Auto gepappt haben. Aber genau das macht's ja so lustig. Wir sind mit dem Polizeiauto rumgecruised obendrauf. Das Ding. Ich finde das Skript einfach so Hammer. Epoxy, Dankeschön, oder Pox, hi, danke fürs VIP werden. Marzi Power, hi, ich bin jetzt, was, ich hab jetzt einen neuen Kanal, mein alter Kanal war Marcel B. Marcel, oder Marcel B, sagt mir gerade nichts, aber Marzi Power, danke fürs dabei sein und danke für deine Donation. Lukas AD hat 1 Euro donated, Dankeschön. Und, bin ich jetzt eh alle durchgegangen, ne? Jawohl. Ach, was glaubst du, warum bekommen wir jetzt wieder eine Anzeige? Für was? Dass wir jetzt ein... Ja gut, da du sowieso, weil du den verkloppt hast, den Polizisten. Wo haben sie das Blaulicht überhaupt her? 107 Polizeiwagen, ich weiß, ja, das beste Auto. Wo wir das her haben, das Blaulicht? Ja, meine... Da war so, meine Freundin, die ist eine Chefin, eine hohe Chefin bei meinem Krankenhaus. Die hatten noch ein paar rumliegen, da sind wir da direkt hingefahren und haben da welche drauf montiert. Ja. Ah, okay. Aber wir dürfen das, das ist ein Einsatzfahrzeug, verstehen Sie? Wir sind ja die Ghostbusters, wir sind Geisterjäger. Okay. Das heißt, wir jagen Geister. Sie jagen Schwerverbrecher, wir jagen hingegen Geister. Verstehen Sie? Wir jagen gerne Geister. Wie lange jagen Sie schon Geister? 25 Jahre. 25 Jahre? Ja, ja, so schon. Sind Sie ja noch gar nicht. Ja, sicherlich. Seitdem ich, seit der Geburt an sich Geister. Und jagen sie, verstehen Sie? Ich check noch immer nicht, wer das ist. Sie sehen Geister und jagen die Mir Geister. Mir wird jedes Mal gesagt, ja, und ich check's nicht. Kennen Sie zufällig die Baumgartner Höhe? Das kann sogar sein, ja. What? Ich bin gerade im MP und rede. Sorry. War das schon öfters gewesen vielleicht? Wie öfters gewesen? In der Baumgartner Höhe? Ja. Kann schon sein, ja. So vielleicht ein bis zweimal. Ich weiß, die sind alle mit weißen Mänteln und die geben immer so gute Tabletten her. Ja. Sehr nette Menschen dort. Das sind Smarties. Ich weiß, ja. Ich weiß, da war ich schon ein paar Mal. So zwei, drei Mal war ich da sicher schon drin. Aber sehr nette Leute. Aber ich war nicht dort, Sie verstehen mich vielleicht falsch, ich war nicht drin wegen meinem Problem, sondern wegen dem Problem der anderen, weil die Leute Geister gesehen haben, verstehen Sie? Ja, ja, Geister austreiben, ich verstehe. Also nicht falsch verstehen. Ich glaube, mein Kollege sollte dort lieber mal eingefärbt werden. Hä? Der hat die ganze Zeit so eine Melodie am rumwuppeln. Hab letztes Jahr zu Weihnachten über 300... Was, Marzi Power? Ich glaube, wir werden doch einmal mit dem Herrn Doktor reden. Als Marcel. Mit Marcel W. mit dem Account. Ich wusste, ich hatte eine Marcel, aber ich wusste nicht mal mit dem W hinten. Wirklich jetzt 300 Euro zu Weihnachten rausgewuppelt? Letztes Jahr? Da warst du aber jetzt lange nicht mehr dabei hier, Marcel. Ich kenne einen Marcel, aber wenn du das der Marcel bist, dann beste Grüße gehen raus. Marzi Power heißt er jetzt. Dankeschön. Wenn Sie sich bitte selber in das Pit. Ja, natürlich. Nein! Kommen Sie bitte. Safety first, wegen Hygiene und so. Ja, ja, klar. Nein, Markus, der Cookie ist nicht Mana-Waffel. Ich kenne meine Mana-Waffel und das ist er nicht. Außerdem heißt Mana-Waffel Mana-Waffel, nicht Cookie. Können Sie mal Platz nehmen? Ja. Okay, sehen wir anders. Nein, doch nicht. Sie kommen mit in die Zelle. Ja, oh mein Gott, lieb. Oh mein Gott. Danke. Oh mein Gott, da ist irgendwo ein Geist jetzt. Oh mein Gott. Und jeder bitte in eine Zelle. Oh ja, mein Gott, siehst du das? Oh mein Gott. Der Herr in die Linke. Oh mein Gott. Und die Dame Achtung, auch. Mit deiner Zelle. Ja, okay. Wir eingezogen. Wir sollten eigentlich Geschlechter trennend machen. Ja, das. Der Herr bitte. Ja, und jetzt das gute Brüste, die wir da das Bärchen reingesteckt haben. Wir müssen aber leider sagen, dass wir jetzt knapp vor sind. Wir müssen das benutzen von so einer Wegrechten. Benutzt eigentlich auch eine Geldstrafe.
Ma'am, bitte. Nein, Sie bleiben bitte da drüben oder wir müssen Sie festnehmen. Hallo. Ich will nicht alleine. Befolgen Sie doch bitte unsere Anweisungen. Ich will nicht alleine. Ich bleib bei meinem Kollege, Mann. Geh rein und tu dir darüber, wenn Sie meinen, nein, das ist mein Mann. Sich irgendwas zu widersetzen. Ja, Ihr Mann kann Ihnen da drin aber nicht helfen. Und Sie wollen garantiert nicht, dass, wenn dann hören noch andere Gefangene kommen... Greifen Sie mich nicht an. Ich werde hier vergewaltigt. Hilfe. Ich hab doch gesagt, da drüben spukt es. Jetzt gehen Sie rüber. Sind so... Ich hab noch immer Fesseln um. Sind hier am Land, das also, ist nicht so wie in der ja, Stadt. Kurz und knapp, ohne jetzt irgendwie drum zu reden, das Benutzen von Sonderwegerechten würde sich eigentlich so auf den Zug des Fahrzeugs in der Gästestrafe laufen, aber da sie ja auch von uns geflüchtet sind, danke von für unserer Verkehrskontrolle, Mathis Schere. Und sich damit Widerstand gegen die Staatsanwalt erlaubt haben, fordern Kollegen schlagen den Baseballschläger. Und halt nun mal dann Angriff von Markus, Beamten, ich bin mir sehr sicher. Wir rechnen mit einer Haftstrafe von ungefähr 1 bis 2 Jahren. Für jeden von Ihnen. Wissen Sie nicht, wie die fucking Tür zu was, geht? Warum? Das ist ja unprofessioneller Scheiß hier, ja? Ja, und ja, was ist dann mit den Geistern? Sie können uns gerne die Schüsse geben, wenn Sie sie haben, aber wenn Sie sie nicht haben, dann beschweren Sie sich bitte auch nicht. Holten, damit was ist dann mit den Geistern? Sie quasseln hier zu viel, oder? Wie ein Wasserfall, ganz schlimm. Nein. Das heißt, Geist leeren die Mehrzahl. Ihre Krawatte ist gepunktet, ich nehme sie nicht ernst, das tut mir leid. Okay, wunderschön. Gut, dann reden Sie mit mir, meine Krawatte ist gepunktet. Sind diese Leute aus der Stadt, sie sind so... Was? Wo ist die jetzt hin? Kommen aufs Land, oh Gott. Philipp, der Ehrenmann. Fetzt nochmal einen Weiler raus. Ehrenmann, Grüße gehen raus. Können Sie die wegmachen? Gut, Alter, fix, Alter. Ich hab noch. Ehrenmann, Herzchen. Sie wissen schon. Handschellen, die müssen Sie noch wegmachen, sonst stehe ich da blöd rum. Können Sie das machen, bitte? Ich glaube, der Kudel ist farbenblind, Alter. Alter, danke schön. Der Devil haut 50 Euro raus. Ich darf das, bin 18. Rauskommen, dann kriegst du's. Oh! Und ich bin jetzt hier drin. Hallo. Wollt ihr was Lustiges sehen? Ah, nee, jetzt bin ich ja nicht mal 1:07, sonst hätte ich hier was reingewuppelt. Ich geschlafen. Schau, wie ich hier mit dem Helm auf hab. Alter, der Devil. Vielen, vielen, vielen lieben Damen für 50 Euronen. Er ist 18, er darf das. Er wuppelt einfach mal 50 Eurönchen raus. Der wirkliche Teufel ist das. Aber wirklich. Boah, ich wollte jetzt hier Saugstauber reinwuppeln. Dankeschön an Snack für 1 Euro. Kannst du mich hört's auf, bitte Nadine mich grüßen? Drüber zu laufen. Dann grüß mal die Nadine. Warte, ich helfe dir. Ah! Die Nadine, die grüßt man natürlich. Dann haben wir, sag mal, liegst du am Boden? Warum liegst du am Boden? Ja, weil ich schlafen tue. Ach so, ich habe gedacht, du bist tot. Nein! Dann Marzi Power, hatte Handyverbot gehabt, bin erst 12. Ja, Alter, wenn ich 300 Euro beim YouTuber rausgewuppelt hätte, dann hätte ich, glaube ich, auch Handyverbot bekommen. Nee, was hast du geschrieben? Ah. Hab eine hohe Handyrechnung gehabt, deshalb habe ich... Oh! Gut, das, du, wenn du spendest mit Handy-Rechnung oder so, also wenn das geht, dann wundert es mich nicht. Also mit 12 hätte ich never donaten dürfen, so viel. Never. Marzi Power, beste Grüße gehen trotzdem raus und ich gebe den Tipp, sowas gar nicht. Hau nicht so mit viel 12. Raus. Als kurz 12 war was 1980. War 1980, wie 12 war. Da war noch gute Sachen. Du hast damals für einen Schilling, hast damals... Ich so einen großen Berg Nauschen rausgekriegt für einen Schädling. Das ja, haben wir noch hingegangen in den Keller von der alten Oma Ulrike. Haben wir gefragt, ob wir vielleicht noch ein bisschen ein Schokoladenstiedeln dürfen. Und da hast du damals für einen Schädling hast so einen Berg Nauschen gekriegt. Wo kriegst du halt für einen Schädling so einen Berg Nauschen? Ja. Gute alte Zeiten. Das ist nur für einen Schädling. Sag mal, wie lange bleibe ich denn jetzt hier drinnen? Sag mal. So eine Kacke aber. Ach warte, für den Devil hauen wir jetzt mal ein Like-Hype raus, komm. Hauen wir mal raus, Leute. Alle mal auf den Like-Button drücken. Alle mal raushuppeln. Hallo. Der Typ, der hier die Wegen vermietet, ne, der macht hier ganz schön Umsatz. Ja. Oh, Ritter ist gerade VIP geworden, dankeschön. Ritter, Mitglied. Danke, 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 lieber Ritter. Ich bekomme den VIP-Rang auf Discord irgendwie nicht. Ganz wichtig, du musst dein Discord mit deinem YouTube-Kanal verbinden. Sonst funktioniert das nicht. Und wenn du das nicht... Wir hatten ja schon ein Problem, dass wir nicht verbunden bekommen, weil er irgendwie sein YouTube-Kanal nicht irgendwie verbinden konnte mit seinem Discord, weil er irgendwie das Passwort vergessen hat. Dann geht zum Beispiel nicht. Man musste mich wirklich den eigenen YouTube-Account mit dem Discord, mit deinem Discord-Kanal, mit deinem Channel verlinken. Dann geht das. Und dann kriegst du automatisch diesen VIP-Rang auf meinem Discord. So funktioniert das. Und das sollte eigentlich normal funktionieren. Wenn es nicht funktioniert, einfach den Support anschreiben bei mir auf dem Discord. Aber
muss auf jeden Fall gucken, dass das funktioniert. Ah. Free Android und iOS Apps. Sag bitte Ahirsch weiter so. Ahirsch! Was tun Sie da? Beste. Dankeschön für 2 Euro. Hallo? Das ist ja Ahirsch! Entschuldigen Sie, sind Sie Ahirsch? Kommen Sie mit zu meiner Hirschwein. Kommen Sie mit zu meiner Hirschwein. Kommen Sie mit zu meiner Hirschwein. Das ist mich Ahirsch. Offiziell so Dienst, der saufen geht. Aha! So schnell scheucht man einen Officer auf. Ich mag doch einen! Entschuldigung. Der Typ. Nein, nichts im Dienst saufen. Wir haben dringend einen Einsatz. Tschüss. Ich hau mich weg. Xion Hundenase. Karl, der Ehrenmann. Ah, Scheiße. Zockerhut, steig ein. Jetzt bin ich besoffen. Karl, der Ehrenmann, fetzt 1,07 € raus. Hallo, was geht? Ja, Ghostbusters sind unterwegs, Karl. Grüße. Ich hab ne Idee, soll mal auf das Auto auch ein Blaulicht drauf von aufs Rental-Auto und dann sagen, es war schon so. Bitte machen wir das. Oder sagen wir, das war schon so, wie wir es gekriegt haben. Oh mein Gott, wie ich das sehe einfach. Das machen wir, komm, wir hauen aufs Rental-Auto, aber jetzt ein Blaulicht drauf. Das ist einfach zu geil. Grüezi. Boah! Das war nur ein Zufall, Alter, ich rein's. Scheiße, jetzt verfolgt er uns. Na, bleib stehen! Das ist der gesoffen hat, den verpetzi. Wenn sie jetzt nicht weiterfahren, dann verpetzi ich sie. Sie haben ich verpetzi sie auch, dass ich sie gerade gesehen habe. Sie schon wieder. Ich verpetzi sie sonst. Alles in Ordnung. Also dann. Also sie sind's ja. Das ist so geil. Einfach Classic, der Typ. Er ist so geil, Alter. Warte, ich schau, ob ich da das Menü aufbekomme, warte mal. Sorry, ist so geil. Ja, ist der Typ. Ah, sie ist halt schon wieder, ja, passt. Ja, also wir haben jetzt das Blaulicht drauf, okay? So. Alter. Ganz kurz. So, sollen wir das, ich hab ne Idee, wir tun das drinnen rein, okay? Das ist das... das ist dann so ein komisches Ding, was da drinnen hängt hier. So. Oh nee, das bleibt da nicht. Kacke. Oh. Das ist ein bisschen buggy, warte, da muss ich hier nochmal rein. F6. Remove all lights. Machen wir. Ich geh kurz mal so ein Blue Dome Light rein. Oh mein Kreuz. Ich auch, ich muss. Ausnüchtern. Wo musst denn du dich ausnüchtern? Haben wir vorher was reingesoffen. So. Warte, den geht ganz scheiße. Small Stick Light, Blue Stick Light, Blue Dome Light. Wir machen Blue Stick Light rein. Alter, nicht nochmal. Haut nochmal wer raus. Delete, entfernen. Achso, geht das. Der ballert ihn raus hier gerade, muss ich gleich mal gucken. Hallo! Nimm es hier, warte mal. So, warte. Ups. Aua. Wo ist denn der? Hä? So. Das ist ein Geist! Warte, hier ist ein Geist! Wie unser neues Geistermobil. Der Geist, der ist verschwunden. Komm, der ist verschwunden. Alter, Ritter, danke für 50 Euro. Alter, er prügelt einfach raus jetzt hier. Dankeschön für 50 Euro. Alter, kannst du einsteigen, um das Auto kaputt zu machen, bitte? Schau mal. Oh mein Gott. Alter, ist das geil. Ritter, Alter, vielen Dank für deine Donation hier. Er haut 50 Euro raus und fragt, wie kann man auf dem Server joinen? Bald. Wir wollen auf jeden Fall, hat sich jetzt alles ein bisschen verschoben. Wir wollen, dass wir, Kacke, da ist ein Polizist. Wir wollen bis nächsten Monat, also im Jänner, wollen wir den Server so machen, dass man sich schon mal bei uns melden kann als, also im Forum. Warte mal. So, kommt ihr mal. Wo gehst denn du hin? So. Jan, wo gehst denn du hin? Hä? Ich bin wieder der Xophone. Nee, dass man sich beim Forum bei uns anmelden kann und dann schon mal eine Bewerbung schreiben kann. Das wollen wir im Jänner machen. Also Anfang Jänner. Und der Kopf ist besoffen. Und da kann man mitspielen. Ja, ich sehe es. Komm, steig ein. Steig ein. Wir haben Blaulicht am Auto. Jetzt steig schnell ein. Wir dürfen das Blaulicht gar nicht haben. Steig schnell ein. Bevor da das Betzen geht. So. Wir fahren jetzt mit dem Rental-Auto dorthin. Der Kopf ist besoffen. Der da hinten. Wie das einfach aussieht.
Das sieht einfach so geil aus in diesem Fake-Polizei-Ding-Auto. Toll. So, also Ritter, vielen, vielen Dank für deine fette Donation und wie gesagt, höchstwahrscheinlich nächsten Monat kann man sich dann bewerben im Forum und da wird es nochmal eine fette Info geben, wann es soweit ist. Ja, das wollen aber viele wissen. Das wollen viele wissen, wann es endlich losgeht. Dafür gibt es jetzt erstmal einen. Das heißt so wow. So. Marzi Power. Ich war der Metzes, ja, die, also letztes Jahr die Handynummer reingewuppelt hat, höchstwahrscheinlich. Oh, Ballerscheibe. Tut mir leid. Ach so, okay. Ja, kann ich mich nicht mehr dran erinnern, Brudi. Der Karl, der Ehrenmann, hat nochmal 1,07 € rausgehauen und Dosenbier dazu geschrieben. Dosenbier. Dosenbier. Grüße, Karl. So, das neue Einsatz-Rental-Fahrzeug, weißt du, wir fahren ein gemietetes Auto mit Blaulicht, das ist wieder so typisch. Das coole ist, wenn wir das angehalten werden. Ja, wenn wir angehalten werden, das war schon so, das haben wir so gemietetes Auto, das war schon so. Der gemietete Golf. Das stimmt, das ist eine gute Ausrede. Ja, passt doch, ne? Ah, Rental. Rektal. Okay, sorry. So, warte, der Geist ist ja eigentlich hier oben, ne? Da müssen wir jetzt warten, bis hier später wird, am Abend. Weil wir wollen ja den Geist sehen, oder? Wir wollen schauen, ob der hier auch existiert. Dann gehen wir jetzt mit so einem Ghostbuster-Mobil hier hoch. Philipp, der Ehrenmann, fetzt nochmal 1 € raus und schreibt dazu, wir lieben Putti. Ehrenmann. Oh. Wir lieben Putti auch, by the way. Oh, so süß. Oh, der Devil haut mal raus. Auch, einer geht noch. Vielen Dank an The Devil. Und wir kommen da nicht hoch, glaube ich, mit dem Auto. Ja. Yeah. Alter, danke schön, The Devil, auch nochmal für 10 €. Jetzt haben wir nochmal einen fetten Like für euch sowieso raus. Ihr habt so viel Support jetzt. Hau mal raus. Ich komme hier nicht hoch. Ja, dann fahr nicht drauf. Alle nochmal fett auf den Like-Button pushen, bis er blau wird. Und wir müssen jetzt mal gucken, wie kommen wir jetzt auf den Berg hier hoch? So ist es so. Gar nicht. Ja, Bergsteigerstiefel. Na, wir schaffen das schon. Okay. Das Problem ist, es ist Frontantrieb. Das ist gerade nicht das Beste für Berg hochfahren mit dem Auto. Also GTA halt nicht. In Real Life wäre das jetzt anders. Ja, stimmt. GTA mag das überhaupt. Oh mein Gott. Also müssen wir ganz nach oben. Das müssen wir uns ein anderes Auto suchen. Das Problem ist, wir haben dann halt kein Blaulicht oder so. Hä, hey, warte, aber wo steht die nochmal oben an der Klippe, gell? An der Klippe. Oh, hallo. Hey! Ich hab's nicht gesehen. Wurde uns ja das gemeldet. Dem geht's gut. Oh mein Gott. Hätten die uns nur nicht das geile Auto weggenommen, der wäre dann locker flockig raufgekommen. Da kommen wir nicht hoch. Oh. Die Gina, die Ehrenfrau, fetzt nochmal 1 € raus. Alkohol ist nicht gut. Ja, ich trinke in Real Life keinen Alkohol. Ist oh mein Gott. So. Wir ja auch nicht. Oh mein Gott. Ja, wir müssen mal schauen, dass wir irgendwo ein Auto schnell herbekommen. Aber mit dem Auto schaffen wir es hier nicht hoch. Herzchen. Kurt, machst du mir eine Suppe? Davon ist ein Kopf. Ist da gesoffen, lass mich aussteigen, oder? Wollen wir denn sein Auto klauen? Der hat eh was zum Saufen in der Hand. Aha! Dosenbier! Wo standen Sie da schon wieder? Entschuldigen Sie, das Problem ist, wir kommen. Entschuldigung, ich wollte da gar nicht draufsteigen. Wir müssen Ihr Auto ausleihen. Wir müssen nur Ihr Auto ausleihen. Ja. Wir bringen das wieder zurück. Machst du auf, bitte, Maus. Hey, was standen Sie? Hey, Moment einmal. Maus, du musst aufmachen. Ja, wir brauchen das. Sie kriegen das Auto. Sie kriegen das Auto da hinten. Sie können das. Sie bekommen machen Sie auf, bitte. Sie bekommen unseren Golf. Machen Sie bitte auf. Sie bekommen hier einen neuen Golf. Sie bekommen den Golf. Neuer Golf. Hey, was ist das da los? Sie bekommen den Golf. Wir tauschen. Wir brauchen das. Wir brauchen Ihr Auto schnell. Wir brauchen das. Machen Sie auf. Wir brauchen nur das Auto. Bitte, das ist da oben ist ein Geist nämlich. Oh, Ehre. Ehrenmann. Nehmen Sie den Golf. Der hat auch Blaulicht. Danke. Der hat auch Blaulicht. So, jetzt lass mal schnell hier hochfahren. So, wir müssen hier hoch, ja? Rechts hoch, oder wo? Wir müssen auf den Berg da, ja? Wir müssen warten, bis dann hier oben ein Geist kommt. Alter Ritter, haut hier 100 € raus! Bist du verrückt, oder bist du verrückt? Hä? Holy moly guacamole! Hallo, Sir! Danke, mein Auto! Kannst du bitte mal wieder eine neue Roomtour-Folge machen? Und kannst du mich grüßen? Ritter, beste Grüße gehen raus. Ich hab zu danken, Alter. Vielen Dank für, Alter, 100 € haut einfach hier raus, der Ritter. Beste Grüße. Warte kurz, Alter, ich bin gesoffen, ich seh nichts. Alter, haut da nochmal hier 100 € raus.
Ein Dankeschön nochmal an Sebastian Felsgart hier 2 Euro aus. Dann lassen wir nochmal einen kleinen Money Rain gewinnen. Du kannst by the way auch die Sirene ausmachen, das ist ein bisschen auffällig, wenn wir so umfahren. Sorry. Danke. Da fährst du rauf hier links. Ah, jetzt bin ich nicht mehr durch. Best chance. Der sollte eigentlich Leistung genug haben, der Wagen. Was machst du? Kurz mal drauf. Weil so ein Ford Crown Vic hat Leistung ohne Ende. Ganz rauf? Ja, ja, bis zum Gipfel. Verlinks, da. Passt schon. Beim Busch in der Nähe. Links, ja, genau. Schau, die Busch. So. Und da müsste dann irgendwann heute so ein Geist kommen. Und da schauen wir, ob der heute kommt. Was ist das hier, die Klippe? Ich weiß nicht, ob das schandlos ist. Ich bin mir gerade nicht sicher. Der Scheißbaum ist hart wie Stein. Ja, ist auch so. Bäume sind sehr hart. Warte, ich schau mal, ob das hier der richtige Ort ist. Das müsste eigentlich. Warte mal. Jetzt habe ich keine Waffe. Nicht, mehr. Dass der hier wegrollt, der Wagen. Ja, doch, das ist der richtige. Das ist der richtige Ort hier. Das ist er. Wir sind richtig. Hier müsste dann theoretisch dieses Ding stehen. Ich bin mir gar nicht sicher, ob das wirklich da ist. Doch, das muss hier sein. Das 100 Pro, das ist das. Ich kann mich erinnern, das ist das hier. Leute, ist es das hier der Ort? Das muss sein, oder? Ich glaube. Es ist bei einem Leuchtturm in der Nähe. Genau, und das muss es sein. Das hier ist 100 Pro die Stelle. Ja, sicher ist es die Stelle. Ich kann mich noch erinnern, weil hier so ein komischer Abdruck ist. Ja, hier müssen wir ein bisschen warten. Wir können uns mal ins Auto setzen. Gott sei Dank gab es einen richtig tollen... Erst! Was jedes Mal, wo er im Vorrat sitzt. Ey, du, das hat wir einen Tank dabei, das Auto ist im Arsch. Wir können damit nicht mehr fahren. Wir sind hier jetzt fest. Gut gemacht, Schandl. Wollt ihr einsteigen? So gut gemacht. Wir müssen das Auto loswerden, nicht einsteigen. Entschuldigung. Au! Wir werden das Auto los. Entschuldigung. Wir werden das Schau, Auto los. Schau, wie es leid davor. Es tut mir leid. Warte, werd schnell los. Schnell. Weg da. Wir machen das weg. So, seid ihr ready? Oh mein Gott, da kommt ein Heli. Tschüssi. Wir haben nichts getan. Wir sind hier nur. Das Auto ist weg. Wir haben das Auto jetzt kaputt gemacht. Ist das weg? Ich hab's Auto runtergeschmast. Ja, es ist weg. Ja, du darfst nicht nachschauen. Hallo, das ist auffällig. Ja, wir waren's nicht. Das waren irgendwelche. Gut, der war so besoffen, der Kopf, der weiß das ja gar nicht, dass wir dort waren. Ja, nee. Wir waren's nicht und wir sind hier alles hochgewubbelt. Jetzt müssen wir warten, bis hier Nacht wird, Leute, und dann schauen wir uns das an, ob hier der Geist kommt. Hier ist aber echt eine schöne Aussicht, muss man sagen. Schau mal da her. Sogar von hier. Ja, auf dem Turm kannst du da schauen. Ja, voll. Schau, wie der jetzt kommt, schau mal. Wir waren es nicht, ne? Wir haben hier einen Ausflug gemacht. Jungs, nochmal rechts abfliegen. Wir sind hier wandern gewesen. Da schon, das ist rechts ran. Jungs, heute noch ein bisschen wandern. Jungs, rechts ran fliegen, Jungs. Hier kommt der Jungsikopter. Der Jungsikopter kommt. Jungs. Jetzt kommt der Jungsikopter. Steigt er da oben aus? Was macht denn der hier? So viele bunte Farben. Schau, da ist der Jungsikopter hier über uns. Und eine neue Roomtour kommt ja bald. Ritter, ich habe vergessen zu antworten im Ritter. Dass eine neue Roomtour bald kommt. Grüß Gott. Wer von denen rein? Entschuldigen Sie bitte, wir haben nichts gemacht. Entschuldigen Sie. Wir waren hier wandern, was ist denn das Problem? Aber vorher, das waren glaube ich vier Sie Leute. Sie sind der Gesoffene, den ich bei der Straße so gesehen habe. Vier Leute. Sie sind ja. Entschuldigen Sie, ich glaube, der war ein bisschen besoffen. Ja, der war auf der Seite. Der war auf der Straße halt besoffen. Wir wollten ihm eine Mitfahrgelegenheit bieten und ich glaube, der hat seinen Wagen geschrottet. Oh, Entschuldigung. Genau. Ich glaube, der hat seinen Wagen geschrottet. Hallo? Ja, hallo? Ja. Das ist normalerweise eigentlich. Wir sind ja alles. Glauben zugewandt und. Wir haben hier 3 gegen 1. Das jetzt ja, und einer, der besoffen war im Dienst. Ja, ne? Was haben sie denn mit dem Auto gemacht? Wir haben nichts. Wir haben ihn gefragt, ob er mit uns mitfahren möchte, ja? Wir haben nichts mit seinem Auto gemacht. Weil er besoffen war. Er stand am Straßenrand. Was haben sie mit dem Auto gemacht? Wir haben. Sag mal, haben sie Schwammerl in die Ohren oder? Warten Sie mal kurz. Aha, okay. Ja. Sie haben das Auto die Klippe runtergeworfen, sagt mir gerade der Kollege im Hubschrauber. Haben wir nicht? Hallo, haben der wir nicht? Der Kollege im Hubschrauber, der kann nichts, ja? Der sieht das gemacht. Auto doch, jetzt lügen sie nicht. Ja, aber dann war es er hat das geschrottet, nicht wir. Warum sollten wir das gemacht haben? Schauen Sie mal, wie besoffen der Kollege ist. Das ist ein rutschiger Stecken. Sauf sicher nicht. Chef, ich sauf nicht. Wir könnten schauen, ob das Auto hier offen steht, ne, hier hinten. Müssen wir mal gucken. Schaust jetzt, ob das Auto offen ist. Scheiße. Es ist zugesperrt.
Scheiße, du Deppert, der sieht das im Heli. So, der Herr. Das Auto da unten ist kaputt und unser Kollege hat gerade gesagt, sie haben versucht, mein Auto zu entwenden, während ich weg war. Nein, ich wollte nur schauen, ob es abgesichert ist. Ich habe gedacht, die Bremse war nicht fest. Genau. Nein, die Bremse war nicht fest. Wir werden jetzt mal nachsehen, ob ihre Hände abgesichert sind. So. Ja, klar. Bleiben Sie bitte. Schauen Sie mal. Was? Für was werde ich jetzt festgenommen? Oh, greifen Sie meinen Mann nicht an! Was fällt mir denn ein? Ich werde ewig wieder... Ja, weil du immer im Weg stehst! Ich hab damit nichts zu tun! Immer bin ich hin, Alter. Er ist ja immer schuld, wenn du so ausrastest. Ja, weil er einfach festnimmt. Nur weil sein Todel im Helikopter was gesehen hat, wenn der Officer daneben gesoffen herumlaufen. Rainer, ich weiß nicht. Rannten Sie vor. Sie rennen besser nicht weg vor dem Gesetz. Putti hat auch angefangen zu schlagen. Ist, dass ich bleiben besser stehen. Hab ich nicht. Nein. Er hat mich geschlagen. Ich wegrenn. Selina schreibt den Chat rein. Der Heli-Typ nervt mich. Hallo, jetzt hören Sie mal, jetzt bleiben Sie stehen. Die sind immer dann da, wenn ich was mache. Nein, ich hab Angst, wie ich immer fest. Kommt Softkopf. Immer zum falschen Zeitpunkt. Darf nicht, Chef, das weißt du genau. Ich hab mich jetzt umgebracht. Ernsthaft? Ja, ich hab mich... Das ist aber schuld, wenn man dich auf... Alter, wie verblutet ich da bin. Holy moly. Das ist aber schuld, wenn man dich aufpasst. Sind wir alle tot. Weglaufen, ja, und die Moral von der Geschichte: Ein Geisterjäger wird man nicht. Oder? Puh. Ja, Leute, ich würde aber sagen, das war's für heute, oder? Wir streamen schon seit über 2 Stunden. Mhm. Ich würde sagen, das war's vor heute. Das war ein guter Abschluss. Oh ja. Ich wollte zwar noch den Geist oben jetzt begutachten, aber da müssen wir jetzt nochmal 10 Mal hinfahren, bevor wir das machen. Ach, es gibt ja vielleicht einen zweiten Part für die Geisterjäger. Vielleicht, doch. Vielleicht erholen sich ja die Geisterjäger irgendwann mal wieder. So, jetzt bin ich mal gesprungen. Jetzt kann mir nichts mehr passieren. Ich hoffe euch jedenfalls. Hat es gefallen, meine Lieben. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann das nächste Mal, wenn es wieder heißt. Die Geisterjäger sind zurück am Start. Oder wir lassen uns mal wieder was Blödes einfallen. Und würde ich sagen, machen wir noch eine kleine Durchgangsrunde, oder? Genau, hätte ich auch gesagt. Jawohl, machen wir das noch. Also, Perfekt. Wir hören uns. Und Grüße. Servus. Jawohl. Ich hab nichts mitgekriegt jetzt. Ich hab nichts mitgekriegt. So. Ich war mitten im RP, was soll das? Wir machen eine Durchgriffsrunde. Achso, ist schon aus jetzt. Ja, danke für die Info. Bitte, bis gleich. Ja. Sie kriegt von nichts mit. So, warte. Dann schauen wir uns das immer an, genauer. So, wuppeln wir uns hier irgendwo hin, wo es schön ist. So, dann haben wir hier noch eine schöne Aussicht, genau. Dann machen wir jetzt so eine schöne kleine Durchgriffsrunde, Leute. Heute war wirklich lustig, hat echt Spaß gemacht als Geisterjäger. Machst du wieder einen Red Dead Redemption 2 Stream? Kommt auch wieder, Leute. Kommt auch wieder. Red Dead Redemption 2 macht sowieso so Spaß mit Mod-Menü und so. Es macht derbe viel Spaß. Also, was probieren die ganze Zeit? Wollen die mich her-tippen oder so? Und da irgendwie so das Gefühl, ich die ganze Zeit weggewuppelt. So. Wir machen so ein bisschen Musik an. Ein bisschen wird jetzt durchgegrüßt am Ende des Tages und auch mal ein bisschen Netflix rein oder so. Schauen wir mal. Ich hoffe, wie gesagt, euch hat's gefallen und ja, hau mal rein, ne? Das ist der Sound auf die Spende. Ja. Aber ruhelt das da hier so im Hintergrund? Was ist denn da los? So, stelle ich mich hier irgendwo hin am besten. Stelle mich hier hin. So, perfekt, dann machen wir das hier. So, dann machen wir hier Noclip. Ach so. Deshalb, weil ich ja. Oh, stimmt, da war ja was. So. Jetzt können wir noch Clip gehen. Ich bin ein Trottel. Aber hier eine schöne Aussicht. Perfekt. So. Wir gehen mal durch hier. Und Dankeschön an The Devil nochmal für 2 Euro geiler Stream. Der heute hat es wirklich Spaß gemacht. Gerechtigkeit! Natürlich. Wir haben nichts gemacht, wir haben das Auto ausgebaut. Felix wird gegrüßt, das VIP. Xenuna Nase an zu 7 wird gegrüßt. Dann, Poxy heißt Fabian, dann grüß mal Fabian, wird gegrüßt, ist auch VIP. Annalena 1 zu 7 grüße ich. Nochmal noch Rocco zockt 210. German Lukis wird gegrüßt. Nico 1 grüße ich. Dr. Halloween Lukas grüß mal. Langeweile Pro grüß mal. Dann den Kevin unterstrich wird gegrüßt. Heißt Mick, dann grüß mal Mick.
Dann haben wir noch Hanna oder Henna, grüß mal. Marius LP grüße ich. So. Maurice wird gegrüßt. Dann Bruno 2006 wird gegrüßt. Ich grüße meine Mama. Alkohol ist böse. Nixon, grüß einfach mal seine Mama mitten im Stream, kann man machen. Wurde für 120 Minuten inhaftiert. Das werde ich sicher auch gleich inhaftiert. Yoshi 21 wird gegrüßt. Dann haben wir noch. Ja, Bruno 2006 habe ich jetzt eh schon gegrüßt. Alter, für 1000 Minuten. Wir hatten den Cookie für 1000 Minuten inhaftiert. Ruft der Richter. Nico Gamer 090 grüßt mal. Dann haben wir noch den Brandon 107, der wird hier gegrüßt. Ist VIP und ist schon seit 50.000 Abos am Start, schreibt er. Dankeschön. Den Ghost Fox grüßt mal. Florian grüßt mal. Queen of Noise ist auch dabei und wird gegrüßt. Navio Pro grüße ich. Elias grüße ich. Moin Moin 107 Hundi grüße ich. Gamecrafter Max grüßt mal. Benno King 99 grüße ich. Dann GTA Freak Psyon 107 wird gegrüßt. Seit über einem Jahr ist er mit dabei als VIP. Nevio Pro habe ich schon gegrüßt jetzt. Nick 107 grüße ich. Hagim und Kaium werden gegrüßt. Die sind auch wieder am Stiesel. Dann den Till grüßt mal. Dann haben wir noch Mendrex, Elias. Dann den Raphael, Channel JD. Dann Hashtag 107, den Fabi. Dann Gacha Live Fangirl grüßt mal. Oder Gacha, wie man auch aussprechen möchte. Backfly, hi, grüßt mal. Dann Melanie Reiter haben wir hier noch, die grüßt mir. Und ich soll den Freund Tim grüßen. Grüßt mal den Tim. Dann haben wir noch Tapsi 2014 mit dir gegrüßt. So, dann Marvin grüßt mal. Joshua grüße ich. Swiss Chicken grüße ich. Unbekannt haben wir noch. Dann Zockerkeks, DJ Sasuke. Daumenbiss oder Daffenbiss. Und dann Fabian, dann grüß mal. Faye Iroisch, kommst du gleich mal. In den Talk ist wichtig. Ja, mache ich dann. Dann komme ich nach dem Stream direkt mal in den Talk, wenn es wichtig ist. Wer natürlich auch gegrüßt. Der Buttergolem, den grüß mal. Der hat 107 im Profilbild. Ja, das ist ja nicht mal ehrenhaft. Dankeschön. Onyx ist auch dabei, wird auch wieder gegrüßt. Und dann Tyler, den grüß mal. Und Robert, grüß mal. Lena, grüß ich. Lotti, grüß mal. AD, grüß ich. Chano, grüß mal. Haben wir noch. Apokalypto, Jakob, den grüßt man, heißt Jakob. Zockergirl, 44 grüße ich, 97 Games auch noch am Start und wird gegrüßt. Ist immer da, richtiger Ehrenmann. Slimegamer 44 auch immer da und ist auch ein Ehrenmann. Warum werden meine Nachrichten teilweise gelöscht, ist ab und zu so. Das ist, wenn der Nightbot oder so feststellt, dass du zum Beispiel groß schreibst oder so. Das macht der Nightbot automatisch. Oder oft werden Sachen mit vielen Emotes werden ausgeblendet. Das macht der Nightbot halt. Das macht ein Bot, damit der Chat nicht zu überfüllt wird, weil es gibt halt Leute. Ja, vielleicht soll ich das vielleicht nur ein bisschen unterschrauben, ne? Weil der greift schon direkt bei ein paar Sachen. Gut, falls das die Mods machen, muss ich mal schauen, was die dann rauslöschen. Aber die Mods tun auch nur Sachen rauslöschen, wo zum Beispiel zu viele Emotes drin sind und der Nightbot nicht mehr hinterherkommt oder sowas halt, ne? Wird eigentlich sonst nicht gelöscht. Und sonst, manchmal werden Hashtags nicht angezeigt, aber das ist von YouTube komisch. Da ist YouTube ein bisschen komisch, wenn ihr Hashtags macht, dann erkennt YouTube das irgendwie manchmal als Werbung, keine Ahnung warum. Nur weil es ein Hashtag ist, also. Da ist YouTube manchmal komisch. Ein Crafting Panda, den grüß mal. Bekomme ich einen Krabbenburger immer wieder gerne. Muss mit dir reden wegen AP. Und er will einen Krabbenburger. Crafting Panda, beste Grüße gehen raus. Zockerbrot wurde für, Alter, für wie viele Minuten noch inhaftieren? TX Himp 187 hat er gegrüßt. Dann haben wir noch Konrad, den grüßt mal. Du bist mein GTA-Vorbild. Dankeschön. So. Ah, siehst du, das wurde zum Beispiel jetzt auch gelöscht, weil so viele Ausrufezeichen hatte, genau. Also alles, was so spammäßig aussieht, das wird immer gelöscht. Machen die Mods automatisch. Also am besten ganz normal schreiben, als würdet ihr einen Aufsatz schreiben oder muss ja nicht grammatisch korrekt sein, könnt auch alles klein schreiben, aber bitte nicht mit 10.000 Ausrufezeichen, was so auffällig ist. So, Heuban 44 grüß mal, den John grüß mal, dann haben wir noch Formolli grüß mal, Selina grüß ich, dann Marvin grüß mal, NoName grüß ich, Fortnite FF grüß ich, Salim Dia 107 ist die Gang wird gegrüßt, den Elias Staubsaugerverkäufer, Hust W grüß mal, und er ist Ahmed, dann grüß mal Ahmed. Dann Gabriel wird gegrüßt. Dann haben wir noch Cruel25, Konsti, der Gamer von nebenan anscheinend. Ich konnte es nicht mal weiterlesen, wenn der Chat verrutscht ist. Das kennt man ja. Daniel Koschmann wird gegrüßt. Die Bewerbungsphase von dem Server wird schon so oft verschoben wie der Berliner Flughafen, ich weiß. Das Problem ist, unser Forum tun wir jetzt wieder ein bisschen umkrempeln. Das ist leider nicht so einfach. Das Problem ist, wir sind alle so ein bisschen Perfektionisten. Und wenn es nicht fertig ist, also wenn es sich nicht fertig anfühlt, wollen wir damit gar nicht an den Start gehen, weißt du? Wir will nichts Unfertiges machen. Und deshalb verschieben wir es, aber so schlimm ist das nicht. Also bis Jänner wären wir da auf jeden Fall fertig, Daniel. So, aber Dankeschön, ist auch VIP und wird gegrüßt. Der Nico Killer ist auch ein VIP und wird gegrüßt.
Dann haben wir noch, aber ich kann es da auch grüßen, natürlich Faye Iroisch. Haben wir jetzt eh schon gegrüßt, sowieso. Stas grüß mal, oder Stas, Jonas grüß ich, Polis Kandorgu grüß mal, Z-Spams grüß ich. So, dann ProGamerTV grüß ich, Werwolf John grüß ich, Tobias grüß ich, den Patrick Stalin grüß mal, der ist ja VIP. Ritter wird auch gegrüßt, ist ja auch VIP und hat heute mal 150 Euro ausgewuppelt insgesamt. Er haut einfach raus und ist, glaube ich, sogar heute VIP geworden. Ne? Irgendwie so war das heute. Der Nico Killer 1 wird auch nochmal gegrüßt, natürlich. Die Klasse S1DEA soll ich grüßen, natürlich. Grüße gehen raus. Ehrenmann 8 grüße ich. 1 zu 7 ist die Gang mit gegrüßt. Amorton Werwolf John. Xion Fangirl 1 zu 7. Boss 3000. Dann haben wir noch den Robert, den habe ich schon gegrüßt. Heiße aber Bianca. Ach, dann grüße ich Bianca, natürlich. Dann haben wir noch Redamore TV, Doktor. Saxo Beat wird gegrüßt, Janine grüßt mal, Xio der Boss wird gegrüßt, Langeweile Pro wird gegrüßt, haben wir schon gegrüßt, glaube ich, ne? Psycho Noah Killer ist auch dabei, jetzt auch ein VIP und wird gegrüßt, also Mitglied VIP, ne? So, Proxy fragt, ob ich heute noch talken komme, VIP quatschen, weiß ich noch nicht, ich muss erstmal schauen, was bei Faye gerade abgeht, bei den Mods, die haben da gerade irgendwie eine Frage, was wichtig ist. Arife Grüße oder Arif, wie man es aussprechen möchte. Lia wird gegrüßt, Jojo Jonas wird gegrüßt, Tyler, Kunis grüß mal, Power Teamy grüß ich, Konrad grüße ich, 1 zu 7 Fan grüße ich, Planer grüße ich, den Lu grüß mal, Carmen grüße ich, DHJGGHHG wird gegrüßt. So, dann haben wir noch Abend wird gegrüßt, ProGamer TV. Was ist eigentlich, machst du eine neue Roomtour? Ja, möchte ich. Ich wollte ja, ich habe jetzt auch schon wieder ein bisschen hergerichtet, es schaut wieder ein bisschen anders aus. Ich wollte eigentlich noch was hinbauen, was aber höchstwahrscheinlich bis dahin eh nicht hinhauen wird. Das wollte ich schon seit einem Jahr machen. Und preislich gesehen wäre das einfach für den Arsch, aber da werde ich mir sowas einfallen lassen. Für die Roomtour wollte ich dann noch was hintun, aber ja, das hat sich jetzt ein bisschen verschoben, kann man sagen. Wie der Server. Hey, der FC Bayern-Fan ist auch noch da. Grüße gehen raus. Den Lu grüß mal. Haben wir eh schon gegrüßt, glaube ich. Ja, den Lu haben wir schon gegrüßt. Eva soll ich grüßen, aber du heißt ja gar nicht Eva. Du bist irgendwie anders, ne? Also hätte ich mal anders grüßen sollen. Eva Stoff heißt da irgendwie anders. Achik grüß mal. Tim grüß mal. Lennox grüße ich. Herzbluter D grüße ich. So, Niveau Gamer grüße ich. Anita grüße ich. Xionek grüße ich. Planer haben wir gegrüßt, glaube ich schon. Aber grüße gehen raus. Ehrenmann 8 grüße ich. Infected, Hive grüße ich. Also sie ist die Antwort auf alles. Stimmt. Den Timo grüßen wir natürlich auch, der ist heute hier als Mod dabei gewesen. So, ich würde sagen, wir machen noch die letzten 20 für heute. Messi 2200, wie gegrüßt, ist auch wieder am Start. Officer Fisch grüße ich. Kannst du mich grüßen, bitte? Hast mich noch nie gegrüßt, Kappa. Ja, 97 Gaming, dich habe ich noch nie gegrüßt in meinem Leben. Ne? Noch nie. Vlog Leon grüßt mal hier. Dann Dark Alpha, Bailey, ja, Bailey, Asi Army wird gegrüßt, Annette wird auch gegrüßt, der Rod wird gegrüßt, Josef 22 grüß mal, Leon Style grüß ich, so, laufen wir mal raus, Ritter, Alter, danke schön mal für den 10er, gute Nacht auch an Ritter, aber keine gute Nacht auf Familie Ritter, so, Zimbo, 1986 ist auch ja gerade hier mit am Schnitzel, die Leibniz-Kekse, ja, Alter, die waren so lecker. Alter, ich habe so lange keinen mehr gegessen. Also vielen Dank dafür und wird auch nochmal gegrüßt hier. Ist ja auch ein VIP, so auch Moderator. CSGLF ist auch nochmal am Stissel, wird auch gegrüßt. Dann den Marvin YouTube grüßt man natürlich auch noch. Und dann machen wir noch die letzten 10 für heute. Da bin ich heute eh wieder so viele, es ist schon wieder Nacht hinten. Also ich grüße immer so viele Leute durch, ne? Aber finde ich auch gut, dann freuen sich viele. Den Tim grüßt mal, Tim5566 den grüßt mal. Den Anton grüße ich. Professor Nase wird gegrüßt, Bindrik 05 grüße ich, Leo grüße ich und die letzten 5 machen wir noch. Wen machen wir noch? Die letzten 5. Mathis soll ich grüßen. Naja, der Devil haut auch nochmal einen Zähler raus am Ende. Ready to go. We know how to pop. Ich weiß noch, wie ich damals immer zu jeder Donation noch tanzen konnte. Wisst ihr das noch? Das waren die guten alten Zeiten, wo ich noch, ich glaube, alle 30 Minuten mal eine Donation bekommen habe. Jetzt kriege ich ja gefühlt alle paar Minuten eine Donation, da kann ich gar nicht mehr tanzen. Vor allem mit dem PG, das nicht mehr. Früher konnte ich immer so geil dazu tanzen. Aber Dankeschön, der Devil, für den 10er. Grüße ihn raus an dich. So, wo waren wir stehen geblieben nochmal? Ja, Alter, abnormaler Support wie immer, ne? Die letzten 5 machen wir noch. Way4Out wird gegrüßt.
Kann Luca grüß mal. Blueksion 123 grüß ich. Blauer Wolf Laurin ist auch wieder am Schlüssel, wird natürlich auch noch gegrüßt. Und zu allerletzt grüß mal nochmal, wen haben wir noch nicht gegrüßt heute? Wen habe ich doch nicht gegrüßt heute? Das muss ich mir jetzt gucken. Oder wen habe ich noch nie gesehen in meinem Chat? Komm, Annalena habe ich noch nie gesehen im Chat. Die grüßen wir jetzt mal am Ende des Streams. Und damit will ich aber sagen, war es das für heute, meine Lieben. Ich bedanke mich jedenfalls fürs Zusehen. Für alle, die noch dabei sind und es noch nicht gemacht haben, ihr könnt komplett kostenlos diesen Kanal abonnieren. Wenn aber die Anzeige funktioniert, natürlich funktioniert die jetzt einmal. Und könnt gerne die Glocke aktivieren, dann verpasst ihr nichts mehr. Lasst doch gerne komplett kostenlosen Like da. Schaut auch gerne bei meinem Shop vorbei. Wer es noch nicht wusste, ich habe mir einen Shop. Da gibt es jetzt, ihr wisst ja, Merch und so weiter. Ich weiß gar nicht, liefern die eigentlich noch vor Weihnachten so ganz? Nee, bis dahin liefern die das nicht mehr. Weil zwei Tage, doch, es können sogar noch ankommen. Ja, könnt ihr mal vorbeiwuppeln, wenn ihr das wollt. So, dann würde ich sagen, was ist für heute, meine Lieben. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Haut rein, der Hund verabschiedet sich hiermit. Und ich soll noch eine Lasershow machen, sagen die Leute. Weil dann muss ich aber in mein Overlay reingehen. Die habe ich hier gerade nicht so drin. Warte mal. Aha. Wo ist meine Lasershow? Und ab ins Studio. So, Jesikowski, meine Lieben, und Mika wurde gerade, warte, Mika? Mika Pleiner wurde gerade hier nochmal VIP, kommt die einblenden, lass mal auch nochmal durchflutschen. So, meine Lieben, vielen Dank fürs Zusehen. Wundi auch nochmal, beste Grüße gehen raus, ist ja hier auch mit dabei als Moderatorin. So, da kommt nochmal die Einblende von Mika. Vielen Dank noch am Ende fürs VIP werden und damit ein wunderschönes Jesikowski und einen schönen Abend wünsche ich euch noch.